willkommen zur allerersten offiziellen Ausgabe von Offene Ruhfrequenzen, dem, ich würde mal sagen, offiziellen Star Trek Podcast der Nexus Wandler. Wir hatten und dem besten Star Trek Podcast im Internet. Naja, so weit würde ich jetzt bisher noch mal nicht sagen, aber wir streben an, diese Nummer irgendwann mal zu erwerben, ob jetzt mit goldgepresstem Latinum oder irgendwas anderem. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. Genau, also das hier ist die allererste Ausgabe. Wir hatten im Verlauf des Adventskalenders des letzten Jahres der Mysteriumsabteilung ja schon eine erste Folge 0 gehabt, wo auch schon einige Leute hier schon im Stream drin hatten. Da ging es einfach nur so drum, wie seid ihr überhaupt zum Thema Star Trek gekommen? Was waren so eure Lieblingsthemen und so weiter und so fort? Und für das erste Thema haben wir uns heute ein, ich würde mal sagen, relativ aktuelles Thema ausgesucht. Aber zuerst mal stellen wir uns erstmal hier so ein bisschen vor. Ich bin der Kai. Wer das hier so in etwas im Prinzip so Captain-mäßig hier leiten, in Anführungszeichen. Dann haben wir den Fashion Felix, um einen guten alten Grischi zu zitieren. Corporal und Gefangener aus dem Delta-Quadrant. Okay, gibt's überhaupt einen Corporal bei der Sternflotte, fällt mir gerade ein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Das ist eigentlich eher Navy. Dann bin ich Commander. Gut, Commander. Klingt immer gut. Dann haben wir auch noch den Jan bei uns. Hallo. Und dann haben wir noch die tolle Tine. Hallo. Genau, und das erste Thema des Jahres oder dieses Podcast generell ist dadurch, dass wir jetzt das Jahr 2022 haben, neues Jahr beginnt und dementsprechend natürlich auch die Aussichten für das neue Jahr auch immer so ein bisschen nach vorne geleitet sind, hab ich mal so ein bisschen gedacht gehabt, man könnte vielleicht mal gucken, wie eigentlich das Star Trek-Universum im 21. Jahrhundert aussieht. Beziehungsweise, wir gucken uns ein bisschen an, es gibt einige Folgen, einige Filme, die sich mit dem Thema befasst haben, des 21. Jahrhunderts, und einige sind relativ optimistisch, andere sind noch eher pessimistisch, und da werden wir zumindest mal hier im Verlauf des Podcasts einmal drüber gehen. Ich hatte da am Anfang eine kleinere Liste an Folgen zusammengestellt gehabt, die das Ganze zeigt, und da sind aus allen möglichen Serien was dabei. Da sind von Voyager, da ist von Enterprise, da war ein bisschen Discovery noch mit dabei. Und First Contact ist auch noch mit dabei gewesen. Und also im Prinzip über das komplette Franchise hinweg sind da alle möglichen Folgen drin. Und ich denke, ein größerer Block wird auch Deep Space Nine werden. Nämlich da gibt es eine interessante Doppelfolge, die auch jetzt gerade im Moment sehr, sehr aktuell werden wird. Insbesondere, weil demnächst die zweite Staffel von Star Trek Picard kommen wird. Und ich weiß nicht, habt ihr da schon die Trailer oder den letzten Trailer dazu gesehen? Glaube ich schon. Also ich glaube, ich habe den letzten Trailer dazu gesehen. Mhm. Da also war jetzt viel Interessantes dabei. Genau. Ja, wenn jetzt nicht nochmal irgendwie ein neuerer rausgekommen sein sollte, der irgendwie durch die Lappen gegangen ist, dann schon. Na, es war im Prinzip, man hat an einer Stelle gesehen, dass sie sich im 21. Jahrhundert befinden, also im Prinzip die komplette Crew Admiral Picard. Und an einigen Stellen sieht man zum Beispiel Seven of Nine, die halt gerade irgendwo am Autofahren ist und dann halt irgendwo in Deep Down LA halt ein bisschen herumfährt. Und an einer Stelle sieht man, wie Raffi irgendwo in einer Art obdachlosen Umgebung herumläuft. Und wenn man sich dort einen Screenshot anschaut, ganz genau sieht man ein Zeichen, das man aus Deep Space Nine kennt. Und zwar die Sanctuary Districts, die dort im Verlauf der Doppelfolge Past Tense eingeführt oder gezeigt werden. Und das ist einer der Punkte, die wir wahrscheinlich dann im weiteren Verlauf ein bisschen näher diskutieren werden.
Ich würde mir vielleicht am Anfang erstmal eine kleine Liste zusammenstellen und einfach mal dann später dann so eins ein bisschen drauf. Oder geh mal vielleicht direkt drauf zu. Wir beginnen das 21. Jahrhundert im Star Trek-Universum mit dem 31. Dezember 2000. Mit dem sogenannten Millennium Gate. Das basiert auf einer Folge, die, ja, ich will jetzt sagen, eine der Folgen von Star Trek Voyager sind, die so eher so ein bisschen verschwiegen wird, weil es halt nicht besonders gut ist. Es handelt im Prinzip darum, dass Captain Janeway die Erzählungen über ihre Vorfahren Chen und Donnell versucht zu verifizieren, weil sie da im Hintergrund immer so wieder was gehört hat. So von denen, ja, das ist die große Vorfahren, die dazu gesorgt hat, dass jetzt die Leute in den Weltraum geflogen sind und hier und da und dort. Und bei ihren Nachforschungen ein bisschen herausfindet, dass das nicht so ganz gestimmt hat, sondern ein bisschen das Ganze in der Geschichte sich so ein bisschen verwässert hat und eigentlich eher nur am Rande was damit zu tun hatte. Und da ging es eigentlich eher darum, dass es dort zum Millenniumswechsel in dem Ort Portage Creek in Indiana, USA, so ein riesiges, gigantisches Bauvorkommen stattfinden soll. Dieses Bauvorkommen soll im Prinzip ein Kilometer hoher Bau werden, der riesengroß ist und im Verlauf der Geschichte zu einer Art ja, Ursprungsgeschichte für die Marskolonie wird. Also im Prinzip so, wie die Marskolonien später aufgebaut werden, hat man da schon mal die ersten Grundlagen dafür gebaut. Also im Prinzip so, wie dass das Klima sich selbst erhält, dass das Ding klimaneutral gebaut ist und so weiter und so fort, wie man es vielleicht aus der einen oder anderen Diskussion von heutzutage her auch kennt. Und also im Prinzip eine Art riesiges Niedrigenergiehaus. Und an der Stelle ist es halt so, dass diese Shannon O'Donnell irgendwo halt so ein bisschen mit ihrem dicken Auto halt irgendwo quer durch die USA fährt und dann mitten in dieser Stadt irgendwo plötzlich halt das Auto kaputt geht. Und dann versucht sie dann da irgendwo ein bisschen herauszufinden, wo sie dann halt übernachten kann und wo sie dann auch überbleiben kann. Und dann landet sie halt irgendwo in so einer Bibliothek. Und diese Bibliothek soll halt diesem Millenniumsbau, diesem Millennium Gate halt weichen. Oder nicht nur das, sondern im Prinzip alle Gebäude drumherum. Und er ist so einer derjenigen, die halt wirklich so eine Protestbewegung halt begleitet. Also im Sinne von, nein, wir wollen hier nicht raus, wir wollen hier unbedingt bleiben und wir wollen hier dafür sorgen, dass hier nicht irgendwie die großen Leute da irgendwo so einen Riesenbau hinbauen und wir alle quasi vertrieben werden. Also das, was man heutzutage vielleicht aus Stuttgart 21 oder vom BER kennt, also von den ganz, ganz großen Bauvorhaben, die man halt hier in Deutschland halt kennt. Und sowas Ähnliches hat dann halt dieser O'Donnell dann auch gemacht. Und es gibt dann auch irgendwie so eine ganz komische Liebesgeschichte, die noch so ein bisschen sich dann noch aufbaut. Und zum Schluss endet das Ganze dann halt so, dass sie ihn dann, also Chen O'Donnell, also die Vorfahrin von Janeway, ihn dann zu quasi überzeugt, seine Bibliothek zu verlassen und dann quasi der Millennium-Bau gebaut werden kann. Jo. Also im Prinzip beginnt damit an der Stelle die offizielle Geschichte der Familie Janeway mit Bezug auf die Raumfahrt und auch in Bezug auf den Bau von Marskolonie und was weiß ich. Und ja, habt ihr euch die Folge angeschaut? Ich hoffe nicht. Also ich muss dir erstmal absolut recht geben. Es gibt einen guten Grund, warum diese Folge gerne verschwiegen wird. Ja. Sie ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, was die Serie zu bieten hat. Ja, definitiv. Ja, aber so eine Folgen gibt es, glaube ich, immer. Ja. Also
Ich finde das halt irgendwie immer so cool, das sind halt, weißt du, wie du das früher in den Serien gemacht hast, wenn du halt irgendwie, du hast Ahnen und Vorfahren und die werden halt einfach von den gleichen Schauspielern gespielt. Oder denkst ja, so, das ist, wenn ich mir vorstelle, so vor 200 Jahren gab es bestimmt keinen Menschen, der genauso ausgesehen hat wie ich und dessen Name sich bis heute weitergetragen hat. Also funktioniert halt einfach Genetik überhaupt nicht. Klar. Aber ansonsten, ja, mein Gott. Also, was ich so ein bisschen an der Folge ein bisschen kritisieren kann im Nachhinein ist, ich weiß nicht so genau, was die Autoren eigentlich aussagen wollten bei der Folge. Weil du sagst auf der einen Seite her, wir haben hier den ultimativen Super-Duper-Bau gebaut, mit dem wir halt wirklich hier Marskolonien gefördert haben oder zumindest mal die Grundsteine dafür gelegt haben, in Anführungszeichen. Aber dann auf der anderen Seite halt den lokalen Henry Janeway gezeigt, also deshalb kommt wahrscheinlich auch der Name Janeway in diese Familie rein, der halt im Prinzip einfach da steht und sagt, nö, ich bleib hier stehen, ich bin jetzt halt derjenige, der jetzt hier sich jetzt hier nicht quasi vertreiben lässt und baut euren Scheiß doch irgendwo anders hin und ich bleib hier bei meiner Bibliothek. Ich finde halt, also ich kann mir schon vorstellen, also was ich halt so, oder warte mal anders, was ich an der Folge so schwierig finde, ist eigentlich der Standpunkt oder die Geschichte, die uns, oder diesen Hintergedanken, die uns die Geschichte vermitteln will, weil prinzipiell, ich sag mal, so eine Storyline gibt's in vielen Serien. Du hast halt die großen Konzerne, wer auch immer das dann ist, die versuchen halt irgendwie die armen, kleinen, privaten Leute irgendwie ihr Ding wegzunehmen und die protestieren. Mit dem Unterschied, dass du halt in der Folge verlieren halt, also in Anführungsstrichen, es verlieren halt einfach die kleinen Leute. Es wird einfach gesagt, das ist total gut, dass wir jetzt, dass hier die Großkonzerne kommt, wir hier einfach so ein Riesending hinsetzen, von dem keiner zu dem Zeitpunkt in der Handlung, von dem keiner weiß, ob das wirklich funktioniert, ob das wirklich was bringt. So, gebt mal alle euer Leben auf, gebt mal alle euren Laden auf und haut hier alle ab. Und dann am Ende so, ja, und die haben sich den großen Konzernen gebeugt. Und was haben wir jetzt? Die Sternflotte, ihr Opfer. Weißt du, vielleicht solltet ihr auch einfach uns allen euer Geld geben und solltet nicht ständig meckern, wenn irgendwelche Konzerne kommen und euch euren euer Grund und Boden wegnehmen. Ich sag mal, bei uns in Deutschland kannst du das wahrscheinlich noch am einfachsten vergleichen mit den ganzen Enteignungen, die du halt jetzt immer mit den Braunkohlekraftwerken hast und so hattest. Was du ja... Standpunkt der Aufnahme, wir haben quasi Januar 2022, weißt du, also du hast ja teilweise vor 2-3 Jahren noch Landstriche gehabt, wo halt einfach Leute enteignet werden, wo die Häuser wegkommen, weil so, wir bauen hier Braunkohlekraftwerke und die werden noch in Hunderten von Jahren, sind die immer noch wichtig und 3 Tage später, weißt du, jetzt wir brauchen keine Braunkohle mehr und du denkst halt so, fuck, ich habe jetzt dafür mein beschissenes Haus aufgegeben und mein ganzes Leben und so. Also irgendwie, ich weiß nicht, die Message ist ein bisschen weird in der Folge, aber gefühlt würde ich auch sagen, es ist einfach nur eine Filler, also so bei Anime sagt man immer eine Filler-Folge, weil du musst halt die Folgen voll kriegen und da zeigst du halt, ja, also auch die Geschichte um Janeway finde ich irgendwie komisch, so dass ihre Vorfahren, die so wichtig ist, heißt gar nicht Janeway, den Namen nimmt sie dann nur von dem Mann an. Aber dann, die nächsten hunderte von Jahren, weißt du, ändern sich die Namen nicht mehr und sie sieht halt genauso aus und es ist halt irgendwie alles, weißt du, wenn sie wenigstens Janeway gewesen wäre und der Typ hätte anders geheißen und hätte ihren Namen angenommen, dann hätte das irgendwie mehr so eine Wichtigkeit auch für die Figur gehabt. So ist es halt irgendwie alles. Ja, die andere Geschichte ist, also es ist halt, es soll eine Liebesgeschichte sein, aber du merkst es halt nicht in der Folge. Es ist halt... Du hast halt irgendwo zwei Leute, die halt irgendwie miteinander diskutieren und vielleicht auch hier das eine oder andere Date oder so haben, aber du hast null Sympathie zwischen den beiden. Und du merkst halt gar nichts, dass das da jetzt irgendwie so die ultimative Liebesstory jetzt irgendwie wird. Und dementsprechend, also da hätten sich damals halt vielleicht ein bisschen mehr ausdenken können. Aber ich wollte zumindest mal noch ein bisschen was Positives aus dieser Folge noch herausziehen. Nämlich, ich habe nämlich das Ganze mal von der Warte mal noch angeguckt gehabt, wie sieht es denn eigentlich heute aus bei dem Bau von solchen Megagebäuden. Und da gibt es ja in den letzten 10, 15 Jahren mehrere Projekte, die halt gerade in diese Richtung halt reingehen. Also in der Folge wird zum Beispiel gesagt, dass dieses Millennium Skate ungefähr einen Kilometer weit hoch ist und von dem Mond oder beziehungsweise aus dem Weltraum aus sichtbar ist. Ich habe mir jetzt auch wirklich die Mühe gemacht
und mal geguckt gehabt, wie es zum Beispiel bei heutigen Super Towern aussieht. Also da nehme ich jetzt einmal das gute alte Burj Khalifa, das knapp 800 Meter, also ein bisschen mehr, 830 Meter hoch ist, also nur so ein bisschen die Kilometergrenze anreißt, aber nicht, glaube ich, aus dem Weltraum zu sehen ist. Also da fehlt noch ein bisschen was. Ich glaube, wenn, siehst du da nur diese künstlich erzeugte Insel, die sie ja auch in Dubai gebaut, angelegt haben. Genau, also du bräuchst also es halt schon... Abu Dhabi, glaube ich, oder? Ist es nicht Abu Dhabi? Ich habe keine Ahnung. Ja, kann auch sein. Also wo es zum Beispiel auch sowas Ähnliches gibt, ist der Jeddah Tower in Saudi-Arabien, der nach bisherigen Planungen eigentlich die Kilometermarke brechen sollte, langfristig gesehen. Da ist allerdings eher so das größere Problem, dass sie es vor 2 Jahren irgendwie mit dem Bau mittendrin aufgehört haben und da irgendwie nicht mehr weitergebaut haben. Also du hast halt da irgendwo so einen Turm, der jetzt haben wir mal 500, 600 Meter hoch ist und das war es dann halt auch und hast dann halt oben drüber noch die ganzen Konstruktionskräne und ja, da gibt es dann halt im Hintergrund noch Schwierigkeiten, den Bau halt zu Ende zu führen. Ja, ich glaube, wir sind noch gar nicht in der Lage, so hohe Gebäude eigentlich sinnvoll überall zu bauen. Also ich meine, bei dem Bau von dem Burj Khalifa sind ja auch einfach unfassbar viele Menschen gestorben, weil natürlich auch einfach so Bausicherung dort nicht so zählt, wie man das hier in Deutschland kennt, sage ich mal. Ja. Da fallen halt einfach Leute in die Tiefe und das war es traurig. Da geht also das ganz noch, stumpf gesagt. In Singapur ist das ja noch schlimmer, da bei dem, ich weiß gerade nicht, welche das sind, dieser Doppeltower, welches ist der? Heißt das nicht irgendwie Singapore One oder so? Das wurde mit diesen beiden Türmen, die mit so einer Brücke noch verbunden sind, die waren auch mal eine Zeit lang das höchste Gebäude der Welt. Und da bauen die haben ja nur Bambus, weißt du, die stapeln halt einfach nur irgendwelche Bambusgerüste. Das ist nach oben, Alter. Also ich würde halt schon in so ein fertiges Gebäude nie reingehen, weil ich, ich glaube, mir würde schon schwindelig werden, wenn ich von unten nach oben gucke. Aber wie Tine sagt, also das Problem ist, glaube ich, nicht mal unbedingt sowas bauen zu können. Das Problem ist vielmehr die Nutzung von den Dingern. Und das ist halt, das hast du ja beim Burj Khalifa und das hast du ja auch bei ganz vielen von diesen neuen Hochhäusern, die jetzt in New York zum Beispiel auch gebaut werden oder so, die stehen halt einfach leer. Das ist halt, weil du musst ja das Geld dafür erstmal irgendwie wieder reinkriegen. Das heißt, du machst dann da irgendwelche Luxus-Apartments rein, dass da Menschen drin wohnen können. Aber es sieht halt keiner ein. So, es wohnt halt keiner drin. Die Dinger, du baust die halt hin, die sehen hübsch aus. Und du hast an sich, hast du halt massig Wohnraum oder Nutzfläche, die halt einfach nicht genutzt wird. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass die dann irgendwann, dass irgendwann die Leute, also entweder werden die Dinger wirklich irgendwann so rentabel, dass du sagst, okay, wir bauen die jetzt und da gibt es halt normale Mietpreise drin, zumindest, weiß ich, in den ersten 800 Etagen, so. Und dann, weißt du, wird es halt irgendwann teurer. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass sie irgendwann feststellen werden, okay, es bringt halt nichts. Weil was willst du das bauen, wenn da am Ende kein Geld mitgemacht wird? So. Und das finde ich halt irgendwie an sich schade. Also an sich ist es eine coole Idee, sowas zu bauen, weil wenn wir eins haben auf unserem Planeten, dann haben wir Platzmangel. Ja. Zumindest für Wohnraum und gerade ja in solchen großen Ballungsräumen, wie du sie ja auch in Singapur und im asiatischen Raum hast, ist es sinnvoll wert, einfach solche Gebäude zu bauen, aber die halt auch einfach irgendwie erschwinglich zu machen. Aber je höher du baust, umso teurer wird es dann, weil das ja dann auch Statik und solchen Sachen dann widerstehen muss. Das ist ja auch noch so ein richtiger Punkt. Ich meine, je höher die bauen, desto in mehr Schwung geraten ja diese Gebäude. Ja. Einfach durch die Beschaffenheit von Baumaterial, beziehungsweise halt auch einfach ganz normal, die Erde bewegt sich, alles ruckelt irgendwie. Und je nachdem, ob das noch ein erdbebenanfälliges Gebäude ist, musst du darauf noch mehr Wert legen, dass das halt nicht irgendwie wieder in sich zusammenfällt. Das ist ja... Und da ist schön, wenn die Zukunft soweit irgendwann ist, aber ich glaube halt dieser Punkt, dass wir eigentlich bautechnisch, statisch vielleicht noch gar nicht dahin gekommen sind, das perfekt hinzubekommen, dass wir zwar schöne Gebäude in die Höhe bauen können, aber die zum Schluss auch eine gewisse Sicherheit bieten und nicht nur hübsch aussehen, weil im Prinzip müssen wir ja sagen, im Angesicht des Klimawandels bekommen wir immer extremere Wetterszenarien einfach geboten. Ja. Da sind immer höhere Varianten von Hurricanes oder auch Flutwellen, Erdbeben. Das muss man ja alles dabei bedenken. Und ich meine, wenn das zum Schluss einfach nur aus Bambus besteht, na ja gut, dann brauchst du da unten nur eine Rattenanlaufung haben und
Aber so ein bei einer Flut oder bei einer Flut ist so ein Hochhaus schon praktisch. Also wenn du dann ganz oben wohnst. Ja, aber es bringt ja nichts. Auch nicht mehr runter. Ja, es bringt aber nichts, wenn jetzt plötzlich unten irgendwie das Fundament plötzlich dann in sich zusammenkracht. Naja, oder du halt auch einfach, die sind ja dann auch darauf angewiesen, dass Strom funktioniert im Sinne von ein Fahrstuhl, weil du möchtest nicht bis in die 600. Etage mit Treppen laufen. Also Felix vielleicht schon. Stell dir mal vor, du musst dann den Einkauf da hochschleppen. Also, deine Wasserkiste. Mal generelle Frage, wo wart ihr schon mal in so richtig großen, also in diesen Top 10 der höchsten Hochhäuser der Welt? Ich habe massive Höhenangst, also geht gar nicht. Also das Höchste, was ich mal hatte, war, ich war einmal im Empire State und ich war einmal im Taipei 101. Und Taipei 101 war es halt so krass gewesen, das war, glaube ich, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie höchstes Bauwerk der Welt. Und da ist halt irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, 70. 80. Stockwerk oder so, halt so eine riesige Kugel, die mitten, quasi in der Mitte des Hauses, des Hochhauses halt gebaut ist. Das heißt, in dem Augenblick, wenn jetzt halt irgendwo ein starker Windstoß kommt, ist dann halt die Kugel, die dann halt stark ausleitet, und genauso, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwo ein starkes Erdbeben ist, weil in der Region halt häufiger auch mal zu einem schlimmeren Erdbeben halt kommt und du halt wirklich mit dieser Kugel das Ganze so dermaßen stabilisieren kannst, dass du halt wirklich schön ausgleichen kannst, wenn jetzt, sagen wir mal, irgendwie zu stärkeren Schwingungen kommt in dieser Höhe. Und das, je höher du gehst, desto schwieriger wird es halt quasi, das dann immer ausgleichen zu können. Insbesondere, wenn du jetzt halt irgendwo so einen ganz komischen Bodenbelag hast, der halt stellenweise nachgeben kann. Und ja. Ich raus. Also ich war einmal in Las Vegas in dem, da gibt es ein Hotel, Stratosphere heißt das, glaube ich. Das ist halt auch gebaut wie so ein hoher Tower da. Ich weiß nicht, dann... Ich muss jetzt lügen, weil irgendwas zwischen 200 und 400 Metern war das, keine Ahnung. Aber ich war halt, also ich war tatsächlich da oben und ich habe einen kompletten Nervenzusammenbruch gekriegt. Und dann stehst du halt da oben und dann haben die ja solche Attraktionen, wo du dann in so einem, also da hast du halt einfach so eine Wippe und dann hast du wie so eine Gondel drauf. Und dann kannst du dich da reinsetzen und dann kippt die und dann fährt die Gondel nach da und dann kippt die zurück und dann fährt die Gondel nach da. Und das ist halt aber komplett frei. Oh Gott. Und ich war halt, es muss dazu sagen, es war Amerika so, du hast halt auch viele gewichtige Persönlichkeiten und ich hab halt da oben gestanden und ich habe gefühlt jeden Schritt jeder einzelnen Person gemerkt. Wir waren da ungefähr eine Stunde und für mich hat es sich angefühlt wie 5 Minuten. Ich war komplett fertig mit Gott und der Welt danach. Ich hab gar nicht mehr. Ich habe dann auch irgendwann nur noch in so einer dunklen Ecke, ich habe wirklich in der dunklen Ecke gekauert und einfach nur in die Ecke geguckt, damit ich nicht nach draußen gucken muss. Ich habe das Gefühl gehabt, alles schwingt hin und her. Ich bin für sowas, also ich finde die Dinger total toll. Ich würde da halt nie reingehen. Ich könnte da auch nie wohnen. Also selbst wenn wir so eine Dinger bauen würden, ich habe da kein Vertrauen drin, dass das hält. Es gibt in Deutschland keinen Trend dazu, Hochhäuser zu bauen. Also beziehungsweise du hast ja mit Frankfurt am Main die einzige Skyline im Prinzip nach Skyline-Thematiken, die du sie in New York kennst. Weil dort sozusagen alles zerstört worden ist und deswegen hat man sich dann dazu entschieden, dort Hochhäuser zu bauen. Bei allen anderen Städten, die sagen, die wollen das nicht, weil halt Hochhäuser so ein Anti-Flair mit sich bringen halt im Prinzip auch. Und deswegen dann halt eher immer noch sagen wollen, wir wollen die alte, traditionelle, so wie es früher gebaut war, Variante haben und Hochhäuser gehören nur in die Randgebiete für Wohnhäuser, also Wohnungsraum zu schaffen. Also ist halt nicht dazu da, fancy Hochhäuser ins Stadtzentrum zu bauen. Da kannst du dich, also darfst du nicht nach Frankfurt am Main ziehen, dann hast du kein Problem. Ich finde halt auch, da ist einfach wieder dieses Problem, was wir in unserer heutigen Zeit haben, das ist halt einfach dieses Mittelmaß zu finden, ne? Dass du halt einfach sagst, okay, wir bauen halt Hochhäuser, aber dann halt mehrere, die dann halt aber einfach statt, die dann halt einfach nicht, die müssen ja nicht 800 Meter hoch sein, sondern dann fangen wir halt erstmal mit 300 Metern oder 200 Metern an, so, weißt du, normale Schritte und dann so peu à peu und immer höher, so, aber so hast du halt entweder alles so auf 4, 5 Etagen und dann halt ein 800 Meter Turm. Und das ist halt so, das verstehe ich halt immer nicht. Warum kann man nicht tief stapeln? Ja. Weißt du? Langsam anfangen.
ganz oder gar nicht. Weiß ja, genau. Aber vielleicht kommen wir noch so ein bisschen zu einem anderen Thema dieser Millennium-Skates-Geschichte. Und zwar eigentlich, wenn sie halt in Richtung quasi selbsterhaltendes Klimasystem halt hineingehen. Und dann haben wir halt, wie gesagt, vorhin hatte ich mal den Begriff Niedrigenergiehaus mal gebracht. Da hatte ich auch ein bisschen nachgeforscht, weil gerade bei solchen Hochhäusern auch immer wieder die Frage aufkommt, so von wegen, ja, können wir mit solchen Hochhäusern überhaupt jetzt, sagen wir mal, die Emissionen so dermaßen runterfahren, dass wir halt wirklich halt neutral sind, was die Emissionen angeht. Und dann gibt es zum Beispiel am Bodensee den sogenannten Aquaturm, in dem knapp 1000 Photovoltaikmodule verbaut sind und der ist knapp 50 Meter hoch. Man hat dann dort Solarthermie, Hydrothermie, dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung und so weiter und so fort, sodass du halt im Gebäude selbst halt so Wärmeaustausch und Wärmeaustausch hast. Und das ist jetzt vielleicht ein ganz kleines Beispiel hier aus Deutschland. In Hongkong ist das Ganze noch ein bisschen größer und da gibt es zum Beispiel 42.000 Häuser, die insgesamt 90% der gesamten Elektrizität verbrauchen und für 60% der Treibhausemissionen sorgen. Und ein Großteil davon sind knapp 1.500 Hochhäuser über 100 Meter. Und jetzt hat sich Hongkong für 2050 halt auf die Fahne geschrieben, klimaneutral zu werden. Das wird relativ spannend in den nächsten 30 Jahren, dass sie halt im Prinzip an den Stellen halt sagen müssen, okay, wie kann man diese Gebäude hier so dermaßen umrüsten und umbauen, dass wir halt wirklich in 30 Jahren klimaneutral sind. Und da gibt es zum Beispiel das International Commerce Center. Da gibt es zum Beispiel Smart-Sensoren, die im gesamten Hochhaus verbaut werden. Die gucken sich dann den Energieverbrauch an und die kontrollieren dann zum Beispiel Lichter, Fahrstühle, wenn sie zum Beispiel nicht benötigt werden. Das hat man ja gerade mal angesprochen, angenommen, du hast jetzt halt irgendwo eine Etage, die jetzt halt irgendwo ungebraucht ist, dass man dann im Prinzip den komplett rausnimmt aus dem Stromverbrauch und dann dementsprechend halt das Ganze so leitet, dass halt wirklich nur die Stockwerke versorgt werden, die auch wirklich jetzt, sagen wir mal, bewohnt sind. Dann gibt es natürlich noch andere Geschichten wie Solarpaneele, die an den Seiten installiert werden, Stromspeicher, Windräder, um die noch einen zusätzlichen Strom zu generieren. Und im Moment kommen sie eigentlich nur an 4% des Gesamtverbrauchs ran mit den Maßnahmen, die sie jetzt gerade im Moment getroffen werden. Doch so viel. Und das wird zumindest mal jetzt schon mal als ganz kleiner Teilerfolg halt schon gefeiert, weil sie gesagt haben, ja, in den nächsten 30 Jahren wollen wir das jetzt halt runtersetzen auf null. Und mit dem Hintergedanken, wir in Deutschland wollen für Gesamtdeutschland bis 2045 das machen. Also das wird schon relativ spannend. Insbesondere wenn ich dann, was weiß ich, dann halt sage, das haben wir ja jetzt eigentlich, wenn man es sich genau nimmt, dann eigentlich Captain Janeway zu verdanken, beziehungsweise ihrer direkten Vorfahrin. Also. Deswegen ist Captain Janeway halt auch der beste Captain. Genau. Frag dich einfach, was hat Kirk jemals für dich getan? Ja, ist mutig, würde ich sagen. Dass, also ich denke mir halt immer so, geh außerhalb von Deutschland und du kriegst alles Baumaßnahmen in dreifacher Geschwindigkeit hin. Das sehen wir am BRR und an anderen Straßenbauprojekten. In Stuttgart 21? Zum Beispiel. Genau. Also befinde dich einfach nicht in Deutschland, dann kriegst du, glaube ich, Bauvorhaben schon in einer gewissen Zeitspanne durch und vielleicht mag für uns jetzt sozusagen 2050 nach... Ja, ist weit weg, mal gucken, keine Ahnung und ist vielleicht ein bisschen utopisch, wenn der gerade mal 4% schafft, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Spielraum nach oben und nach unten möglich im Prinzip, was man da alles noch an Gebäuden machen kann. Ich glaube halt in Deutschland ist das gar kein so ausgeprägtes Thema im Prinzip, weil
Also ja, gut, viele Leute bauen Häuser mittlerweile auch wieder und gucken dann wahrscheinlich schon irgendwie darauf, dass die Dinge gut gedämmt sind und Fenster doppelt isoliert und was weiß ich, damit Wärme halt im Haus bleibt und Kälte nicht reindringt, beziehungsweise andersrum. Ja. Aber wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, ich würde mir jetzt kein Haus kaufen in den nächsten 3 Jahren wahrscheinlich, wohne ich ja einfach weiterhin in einer ganz normalen Mietswohnung, die halt irgendwann mal zwischen den 80ern, 70ern, 90ern in den Boden gerammt worden sind und seitdem halt nur noch renoviert werden. Dessen Bausubstanz halt also irgendwo stecken geblieben ist. Also weiß ich nicht, wie sie das ändern wollen, im Sinne von, die können ja nicht einfach jedes Haus. Ist ja nicht wie bei so einem Spiel, wo du einfach drauf drückst und sagst, schwupps, ich bin jetzt mal aus erneuerbaren Materialien und übelst energiesparend und deinen Energiehaushalt übertreiben wir jetzt über Solaranlage etc. pp. Das funktioniert ja so einfach gar nicht. Also das würde ja so Nein. gar nicht umsetzbar sein. Ja, ich denke, was mal, schade ist natürlich. Langfristig gesehen denke ich mal auch, dass diese ganzen Klimazertifikate noch ein bisschen größer werden. Dass man sich im Prinzip an der Stelle rauskaufen kann, in Anführungszeichen, mit von dem Dreck, den man selber produziert. Ach so, ja. Und dann quasi auf der Seite halt irgendwo versucht, das Niveau halt so irgendwie so zu erhalten. Aber wie gesagt, wir haben noch 25 Jahre, ne? 45, nee, 23 Jahre. 23 also Jahre bis dorthin. Ich mache mir da ehrlich gesagt gar nicht so eine großen Sorgen. Also ich glaube tatsächlich, das wird was sein, was jetzt alle noch so ein bisschen, ich sage jetzt mal so ganz, ganz provokativ, was alle noch so ein bisschen belächeln, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding, das wird irgendwann, ich sag mal, ich persönlich, bin jetzt kein Experte, ich beschäftige mich ein bisschen damit, aber das ist jetzt einfach nur so mein persönliches Gefühl. Ich sag mal so, in den nächsten 5 bis 10 Jahren, glaube ich, da wird irgendwann wird so ein Ding kommen, wo dann bei allen der Schalter umklappt. Mhm. Und dann werden halt alle anfangen, dass das Zeug sich in ihre, also sich so Dinger in ihre Wohnung, in ihre Häuser zu pflastern. Dann werden die Häuser nach und nach, ich sag mal, gerade so bei der älteren Generation, dann wird halt geguckt, okay, hier werden jetzt keine Wohnungen mehr vermietet. Wir warten bis, böse gesagt, aber wir warten bis alle tot sind. Dann wird das Ding abgerissen und neu gebaut. Warum? Natürlich nicht, weil irgendeiner energieeffizient sein will. Aber du machst halt einfach mehr Kohle damit. Du kannst höhere und teurere Mieten verlangen. Die Leute bezahlen das dann, weil es halt immer trendiger werden wird, grün zu sein und öko zu sein. Das finden die Leute cool und fancy. Und dann wird das, glaube ich, nach und nach gehen. Aber ich denke auch eher, dass das eher also weniger in die Richtung, wir bauen solche Sachen, sondern eher in die Richtung gehen wird, dass wir versuchen, den Strom einfach so grün wie möglich zu produzieren und dass die Dinger halt trotzdem ohne Ende Energie verbraten werden, aber dass wir versuchen, die Energie, die verbraten wird, einfach so sauber und so ordentlich wie möglich zu produzieren. Und ich glaube tatsächlich, da sind wir in Deutschland, das können wir relativ gut schaffen, weil es hängt immer alles an der Bürokratie und es braucht immer alles lang. Aber wenn dann der eine, weißt du, wenn dieser eine, wenn es dann einmal so ist, so, dann, wenn der Stein ins Rollen gebracht wird, dann kriegen wir das ja meistens immer ganz gut hin. Mhm. Und da hoffe ich einfach drauf. Ich weiß nicht, ob es so wird. Das ist so mein persönliches Empfinden. Aber wir sind halt, also wenn uns die Menschheitsgeschichte eins gelehrt hat, es muss halt immer erst 5 vor 12 sein. So. Weißt ja, du? Es genau. ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, wenn nicht 5 vor 12 ist. Und das ist halt, da kann man einfach nur hoffen, dass man zu den 90% gehört, die da gut durchkommen. So, sonst ist es halt kacke. Aber ja. Nun gut, ich hätte jetzt mal gesagt gehabt, dass wir an der Stelle vielleicht mal ein bisschen in der Zeitleiste ein bisschen nach vorne springen. Und zwar gibt es dann zum Beispiel Sachen wie, es gibt diese eine Sonde aus einer alten TOS-Folge namens Nomad, die 2002 gestartet ist. Dann gibt es die Folge Carpenter Street von Enterprise, wo im Prinzip Xindi in die Vergangenheit gereist sind, in das heutige 2004, um dort quasi eine Biowaffe herzustellen, um die Menschen zu killen. Das dann gerade noch so von... ja, nicht so. Ja. Bitte nicht. Nee, nicht wirklich. Und dann gab es 2016 den Erstkontakt zwischen Klingonen und Vulkaniern auf Hatoria.
Und 2018 wird der Dex-Symbiont auf Trill geboren. So ein bisschen so als Background für gewisse Charaktere aus Star Trek Deep Space Nine. Nämlich jetzt hier Dex, die, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten größeren Block, den wir hier auf der Liste haben, irgendwann auch mal in das Jahr 2024 zurückgesprungen ist. Und zwar, haben wir auch schon am Anfang dieser Folge erwähnt, in der Folge Past Tense, dritte Staffel von Deep Space Nine, Doppelfolge. Und ich würde sagen, eine der wichtigeren Folgen der ersten Seasons von Deep Space Nine. Habt ihr die alle mal gesehen? Oder noch in Erinnerung? Oder ist sie komplett blank bei euch? Ich habe so ein bisschen durchgeskippt. Okay. Also ich habe nicht geschafft, jetzt alle Folgen zu gucken, deswegen habe ich immer so ein bisschen immer ein bisschen vorgespult, sodass ich irgendwie so ein bisschen das Grobe aufnehmen kann. Vielleicht fasse ich dann einfach mal so ein bisschen das Grobe, zumindest mal von dem Background zusammen, ohne jetzt halt die Folge selber zu spoilern. Oder beziehungsweise was da passiert. Also es geht im Prinzip darum, dass die Crew der Defiant irgendwo zurückfliegt zur Erde und da irgendwo es zu einem Transporterunfall kommt, wie man es halt kennt. Und dadurch gibt es dann halt einen Zeitsprung, wodurch Commander Sisko zu dem Zeitpunkt noch, Dr. Bashir und Jadzia Dax zurückgebeamt werden, nicht in das San Francisco, der ja im Prinzip 70er Jahre des 24. Jahrhunderts, sondern halt in das Jahr 2024, und zwar Ende August 2024. Ganz wichtig. Ganz wichtig, weil der, so am Anfang sieht man dann so, wie das Sisko dann so ein bisschen sich so überlegt, so, ja, ist August, September 2024, da war doch mal was. Oh, da waren die Bell-Aufstände. Und zwar genau dann, wenn wir jetzt gerade hier die nächsten paar Tage hier verbleiben würden. Das Problem ist an der Stelle, sie landen nämlich in einem Sanctuary District. Sanctuary Districts sind im Prinzip, kann man sich so vorstellen, abgeschlossene Bereiche, die normale Bevölkerung von Armen und Kranken abkapselt. Und die sind irgendwann im Verlauf des, ich denke mal sagen, Nuller, Zehner Jahre wahrscheinlich entstanden, zumindest mal in der Star Trek Timeline. Und die sollten eigentlich im Prinzip, wie soll ich sagen, das Problem von Obdachlosen und Arbeitslosen auf eine relativ drastische Art und Weise lösen. Im Prinzip, angenommen, du hast jetzt halt irgendwo keinen Job, du hast halt irgendwo in San Francisco keine Bleibe oder so, du landest automatisch dann dort in diesem Sanctuary District. Und da hat sich dann im Verlauf der Jahre so eine Art Drei-Klassen-System gebildet mit Gimmies, Dims und Schatten. Gimmies sind in diesem System, kann man sich so vorstellen, Langzeitarbeitslose, Menschen, die unterhalb der Armutsgrenze leben, also nicht so wirklich in der Lage sind, ein Dach über dem Kopf zu haben. Weil das, was sie verdienen, also nicht ausreichen würde, sich überhaupt die Miete zu bezahlen. Komme ich gleich noch dazu, wie das heutzutage in San Francisco aussieht, um einfach nur mal Vergleiche zu stellen, dass sie sehr, sehr nah dran sind an der Realität. Dann gibt es die DIMS. Das sind im Prinzip Personen, die in der Regel starke medizinische Hilfe benötigen, insbesondere wenn sie an geistigen oder seelischen Krankheiten leiden. Und dann gibt es die Schatten. Das sind Kleinkriminelle, die versuchen nicht aufzufallen, wenn sie Diebstähle ausführen. Und Raum in der Regel Gimmies aus, die sich halt nicht dagegen wehren können, was relativ traurig ist an der Stelle. Und meistens sind sie auch sehr gewaltbereit und ab und zu werden ihre Opfer dann nicht nur ausgeraubt, sondern dabei auch getötet. Und das Problem ist, da rede ich jetzt so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, ich war vor 3 Jahren in San Francisco und bin dort in der Innenstadt im Prinzip an Dutzenden von Obdachlosen vorbeigelaufen. Und es ist pro Block. Und ein Block ist ungefähr so 50, 100 Meter lang. Du hast dort Dutzende Obdachlose rumstehen. Und die Idee war, ich war dort im Prinzip dort, um so eine Art Feier zu machen, so eine Prom-Night, also im Prinzip Schulabschlussfeier. Und ich hatte mein Hotel in der 9th Street und die Prom-Night war in der 5th Street.
Und wenn man dann im Prinzip die Straße von der 9. zur 5th Street runterläuft, also ungefähr einen Kilometer gewesen, es waren, ich konnte es jetzt wirklich zählen, also es war wirklich bedrückend, wie viele Leute da halt da an den Straßen gestanden haben, ihr gesamtes Hab und Gut halt im Prinzip irgendwo in einem Einkaufswagen hatten. Einige hatten sogar im Prinzip, man hat auf den Straßen Zelte gesehen, die sie halt wirklich auf den Straßen halt aufgebaut und dort gelebt haben. Die sich einfach nur in die Decken eingekuschelt haben und im Prinzip sonst nichts haben. Und ich bin dann im Prinzip, weil es halt ein Prom Night war, mit dem Schlips und Kragen hier rumgelaufen und ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist die absolut krasseste, eines der krassesten Erlebnisse, was ich jemals erlebt hatte. Also, weil man sich einfach nicht vorstellen kann. Also hier in Deutschland, wenn du da irgendwo in der Einkaufszone rumläufst, hast du vielleicht eine Handvoll Obdachlose, die halt betteln und halt nicht so wirklich vorankommen im Leben. Ist klar. Aber dort waren es Dutzende, Hunderte, wenn jetzt sogar, wenn man wirklich alles zusammenzählt. Und es sind stellenweise Leute gewesen, wo ich gedacht habe, hier in Deutschland wird sowas relativ selten möglich sein. Es waren wirklich Leute, die Kriegsveteranen waren, die halt eine Amputation hatten oder so, vielleicht irgendwo eine Krebsoperation oder sonst was und dann dementsprechend so dermaßen quasi von der Gesellschaft vergessen werden, dass sie dann im Prinzip nur noch auf der Straße leben können. Das ist im Prinzip krass für mich gewesen, dass du halt wirklich so siehst, dass du wirklich so einen Abwärtsstrudel bekommst, aus dem nur die wenigsten rauskommen. Und genau das sieht man halt in dieser Folge von 1995. Und das ist im Prinzip das Krasse an dieser Folge gewesen, dass wir halt wirklich halt 25 Jahre in die Zukunft sich überlegt hatten, so von wegen, wie könnte es vielleicht dort aussehen? Und es ist genau das, oder beziehungsweise noch schlimmer als das, was. Also es gibt jetzt heutzutage keine Sanctuary Districts, aber es wird hier und da immer mal so ein bisschen angedacht, dass man halt wirklich solche obdachlosen Gebiete halt wirklich freiräumt und halt im Prinzip die Leute dann dort vormals unterbringt. Aber. Ja, aber ich sag mal, wir leben immer noch in einer Zeit, wo man in anderen Gegenden auf der Welt, die auch als zivilisiert gelten, ja trotzdem auch Internierungslager immer noch hat. Also, definitiv. Also von daher, ich glaube, das ist tatsächlich leider gar nicht, also vielleicht noch nicht unbedingt so krass, weil es halt noch nicht so heftig in Amerika ist, aber. Was, ich sag mal, was so momentan in Amerika passiert, das lässt ja in Anführungsstrichen, jetzt wirklich in Anführungsstrichen, hoffen, dass es dann irgendwann mal bald soweit ist, weil das ist, da ist ja momentan so viel Wut und Aggression und Unverständnis und teilweise auch, je nachdem, wo man ist, so viel Hass aktuell in der Bevölkerung vorhanden. Das ist ja schon echt, das ist schon echt hart. Mhm. Also. Ich glaube, das ist nicht mal unbedingt so weit hergeholt, dass die da irgendwann anfangen, die Leute abzuholen. Ja. Also ich hoffe nicht, aber. Also das Schlimme, was ich jetzt halt gerade im Moment auch so ein bisschen empfinde, ist halt wirklich, wenn du in San Francisco leben wolltest, ich war auch so ein bisschen die Zahlen rausgeschrieben, die aktuelle Armutsgrenze innerhalb dieser Metropole, wir reden jetzt nicht von den USA, sondern nur die Bay Area, San Francisco, liegt bei Singles bei ungefähr 82.200 US-Dollar, die man als Jahres, im Prinzip Vorsteuern halt einnehmen müsste. Für eine vierköpfige Familie liegt es bei 117.400. In Deutschland liegt das allgemeine Durchschnittsgehalt bei knapp 50.000 Dollar, wenn man es halt wirklich ungefähr nimmt. Das sind abartige Zahlen, die man eigentlich so nicht so wirklich miteinander vergleichen kann. Also, damit man überhaupt irgendwie sich eine Wohnung irgendwie leisten könnte. Also es gibt mehrere Familien, die quasi in einer größeren WG halt zusammen wohnen, damit sie sich überhaupt dort eine Miete leisten können. Das ist abartig. Das ist echt krass. Also stell dir vor, ihr werdet jetzt, sagen wir mal, verheiratet mit zwei Kindern.
und ihr müsstet jetzt, sagen wir mal, noch eine WG mit irgendeiner anderen Familie noch machen, damit ihr euch zumindest mal eine kleine Wohnung irgendwie leisten könnt. Das ist abartig. Also es ist halt auch, man darf muss halt immer berücksichtigen, es ist halt aber auch Topspot, ne? Also das San Francisco ist, du kannst ja San Francisco jetzt nicht mit, weiß ich nicht, Unterföhring vergleichen, sondern eher so mit München oder Berlin und oder auch an andere Hauptstädte von in Europa. Und ich glaube da, also wenn man sich mal andere Hauptstädte in Europa und auch in Deutschland anguckt, ich glaube, die sind da auch gar nicht mehr teilweise so weit von weg. Also das ist halt, ich würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber gefühlt, glaube ich, San Francisco ist schon eine der Top 5 Städte in Amerika. Also das ist halt, ja, wenn du irgendjemanden fragst, der sich mit Amerika nicht auskennt, welche Stadt kennt er? Der kennt Miami, der kennt New York, der kennt San Francisco, LA und vielleicht noch irgendwie entweder was in Texas oder Chicago oder solche Sachen. Das ist halt, war es halt immer gutes Wetter. Natürlich wollen halt alle da wohnen und wollen halt alle da hinziehen. Aber das ist halt auch, ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen so das Problem oder wieder so ein gesellschaftliches Ding. Du wohnst oder man zieht halt auch in solche Städte oder man will sich ja auch zeigen, ne? Ja. Man könnte halt auch, natürlich mag es sein, es gibt ja viele Leute, die dann da schon immer gewohnt haben, deren Familie daherkommt, aber es gibt ja auch ganz viele Leute, die ja auch freiwillig in solche Städte ziehen, auch nach New York und dann gefühlt in einem Schuhkarton wohnen, damit sie halt sagen können, sie wohnen in New York, so, damit sie sagen können, hier, das ist halt mein 2 Quadratmeter Wohnraum in New York, aber ich wohne in New York, ich bin cool, ich bin was Besonderes und genau durch solche Leute schaffst du das ja immer wieder, das dann hinzukriegen, auch solche Mieten so hoch zu halten, weil halt alle da wohnen wollen, obwohl nicht unbedingt alle da wohnen müssten. Ne? Amerika ist groß genug. Also da gibt es halt auch genug andere Städte, wo du wohnen und arbeiten kannst. Aber du willst halt immer dahin, damit du dich präsentieren und zeigen kannst. Und ja. Schwierig. Ja. Also was auch relativ... Oder Tino, wolltest du was sagen? Ja, nee, es ging in die ähnliche Richtung, wie Felix das eigentlich hatte. Also ich glaube, man muss darf dabei halt den Kontext von Ort und... wo man jetzt wohnt und sich seinem eigenen Leben. Also wenn ich jetzt halt sagen würde, wir haben, wenn man gut verdient ist in Deutschland, hat dann 50.000 Euro Jahresumsatz oder sowas, schön für ihn, dann würde ich mich selber in so ein District hausen, weil ich da einfach nie rankommen würde momentan. Also da, aber ich will halt auch, also ich würde mich halt jetzt auch nicht nach San Francisco absetzen wollen, ohne halt irgendeine Absicherung im Sinne von, also ich meine, du darfst ja dann dabei nicht vergessen, da sind halt super viele Tech-Unternehmen oder halt dann Los Angeles um die Ecke und alle wollen da nur in irgendwelchen teureren Villen wohnen, die alle erst bei 3 Millionen anfangen und eigentlich eher erst bei 6 sind und aber so und alles teuer und schön und so, aber du kannst ja da sozusagen nicht dieses Standardleben, das wir hier haben, wo du halt in deiner 30 Quadratmeter Wohnung alleine für dich wohnen kannst und mit deinem bisschen Einkommen das gut im und hier sozusagen eigentlich gut klarkommst, auch wenn du keinen 50.000 Euro Jahresumsatz hast. Aber es braucht doch kein Mensch. Kein Mensch braucht ein Haus mit 8 Badezimmern. Weißt du, das ist halt immer... Erklär das mal den Amerikanern, das ist... Das ist ja, weißt du, also das ist immer das, was ich halt nicht verstehe, wenn ich so reich bin, aus welchem Grund auch immer, egal ob jetzt geerbt oder Firmenboss oder was auch immer, wenn ich so reich bin und nicht weiß, wohin mit meiner Asche, so be it. Weißt du, die sollen sich Putin-Paläste irgendwo hinsetzen, ist halt immer noch hirnrissig, aber mein Güte, die haben halt die Kohle und wir hinterfragen jetzt erstmal nicht, wie die da rangekommen sind, sollen sie machen. Ja. Aber so ein, ich sag mal, so ein, das ist halt genauso, wie wenn ich mir denke, ich würde mir halt mit meinem Geld, was ich verdiene, und ich bin weit weg von diesen 50.000 Euro, aber ich würde mir jetzt da zum Beispiel einen Ferrari kaufen. Mhm. Wofür? Ja. Ich brauche halt überhaupt keinen Ferrari. Das kann ich halt machen, wenn ich das Geld habe. Wenn ich nicht weiß, wohin damit, dann kann ich denken, ich kaufe mir halt so ein Ding, weil es geil ist. Aber wenn ich dafür quasi meine linke Niere verkaufen muss und dann aber auch sonst nichts dafür habe, weil ich mir dann, okay, ich kaufe mir das Ding, aber ich kann es theoretisch auch gar nicht fahren, weil ich mir kann mir den Unterhalt nicht leisten, ich kann mir das Benzin nicht leisten, so. Das ist halt immer das, was ich nicht verstehe. Also, dass die Leute immer versuchen, irgendwie ihr Geld an ihren Lebensstandard anzupassen, anstatt halt einfach zu sagen, okay, ich passe halt einfach meinen Lebensstandard an mein Geld an. So, und dann, und genau dann kommst du ja in diese Abwärtsspirale, dass du dann sagst, okay, ich probiere das jetzt, ich kaufe mir so einen Riesenpalast,
Pustekuchen, so, weißt du, und dann das so funktioniert. Also, du hast dann halt so die 2% Weltbevölkerung, bei denen das dann funktioniert, und alle denken dann, nur das hat bei dem geklappt, es klappt bei mir auch. Und das ist, glaube ich, da muss halt irgendwann mal in unserem Kopf so ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, das ist so ein doppeltes Dilemma aus Social Media, muss ich ehrlich so sagen. Also halt dieses ganze Rumgeprotze im Sinne von, ich besitze ein Haus mit 8 Bädern und 3 Pools. Das kann ich ja nur haben wollen, weil es mir jemand so vorlebt in einer Art und Weise, wie, also so ein bisschen vom Tellerwäscher zum Millionär-Gedanken, ja, genau, halt, die er präsentiert und sagt, ja, ich mache hier so ein bisschen Schminki-Minki und Social Media und ich bin Influencer und tralala, Pupskuchen, und natürlich kann ich mir damit ein 6-Millionen-Dollar-Haus leisten mit 8 Bädern und 3 Pools, natürlich, und ich habe dafür auch nur 2 Jahre gebraucht und tralala, und dieses ganze Rumgelüge ja im Prinzip, was dahinter alles noch passiert, kriegst du ja nicht mit, oder nur wenn du das selber in der Lage bist zu realisieren, was dabei passiert. Und hier ist halt so der Punkt, du kriegst halt durch Film und Fernsehen, Social Media, Werbung und von mir aus auch einfach Literatur so ein perfektes Weltbild vorgelebt, wie du cool zu sein hast im aktuellen Jahrhundert. Oder was es heißt, eine Persönlichkeit zu sein, die ein sehr gutes Leben führt, wenn du nicht das, das und das hast. Also wenn du halt nur dein Häuschen baust, einen Durchschnittswagen fährst, der vielleicht auch noch elektroanbetrieben bist, aber halt irgend so einer No-Name-Marke gehört, bist du vielleicht mit einem grünen Fußabdruck eher unterwegs, aber du bist langweilig, weil du hast halt keinen Mercedes, du hast oder keinen Ferrari oder nenne hier XY's teure Automarke oder hast keinen 12 iPhones, was weiß ich, keine Ahnung. So, ne? Dann spielst du in einer anderen Liga nicht mit. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, den man bei der ganzen Sache, die um diese Geldfrage halt geht, ob du dir das nun leisten kannst oder nicht, oder ob das irgendwas ausmacht oder nicht, halt nicht vergessen darfst. Ich denke, bei der Diskussion geht es auch ein bisschen vielleicht eher so US-spezifisch noch so ein bisschen in das Problem der generellen Versicherung. Sobald du irgendwo in eine gewisse Lage reingehst oder reinkommst, wo es dir halt schlechter geht. Und wir haben ja im Prinzip hier in Deutschland, ich würde mal sagen, ein relativ gutes Krankenversicherungssystem, das es halt zu einem gewissen Zeitpunkt in den USA nicht gegeben hat. Oder nur zum gewissen Grad für diejenigen, die halt sich auch wirklich halt das leisten können, in eine Versicherung reinzahlen zu können. Und da ist es halt so, wenn du jetzt, sagen wir mal, irgendwo nur eine Erkrankung, also eine Krebserkrankung bekommst, du halt stellenweise Krankenhausbelege bekommst oder eine Rechnung bekommst, die im Bereich von Hunderttausenden liegt, die dich dann absolut sofort in den finanziellen Ruin schicken. Mhm. Aber sofort. Sofort. Aber dazu muss man halt, also ja, natürlich, aber dazu muss man sagen, das kostet halt am Ende in Deutschland auch nicht weniger. In Deutschland wird es halt einfach nur übernommen. Ja, ne? Gut. Also, weil das viele ist denken. Naja, ich hatte schon mal ich hatte mal irgendwann die Thematik in einem Bekanntenkreis und die meinten dann halt so im Brustton der Überzeugung, das liegt halt daran, dass die Behandlungen in Amerika viel teurer sind. Das ist halt Quatsch. Die kosten am Ende genauso viel wie bei uns. Die sind manchmal teilweise sogar günstiger. Also, da habe ich mich mal mit einer Ärztin unterhalten. Oder mit einer Frau, die im Krankenhaus, also mit einer Freundin, die im Krankenhaus arbeitet, die hat gesagt, das ist da teilweise sogar günstiger, weil die ja viel moderner manchmal eingestellt sind. Das kostet halt einfach, also das kostet weniger, aber du musst es halt alles selber bezahlen. Und das hast du halt hier nicht. Und weil sie immer alle dann wettern und mit ihren Krankenkassenbeiträgen und jetzt muss ich muss hier 200 Euro im Jahr bezahlen oder 300 Euro oder was auch immer, so Scheiß drauf, aber keine Ahnung. Und dann wenn halt aber, weißt du, das ist halt so, weißt du, wenn dann aber mal irgendwas passiert, bist halt am Arsch. Jo. Also bei uns nicht. Hier bist du nicht am Arsch. Richtig. Hier kannst du das halt machen. Hier kannst du dich teilweise mehrere Jahre, weiß nicht, ob das jetzt Krebstherapie ist oder lass es sowas, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, sowas Dummes sein, wie du brichst dir halt einfach den Oberschenkelknochen und musst halt dann irgendwie 2 Jahre lang erstmal wieder, das muss zusammenwachsen, du musst Therapie machen, dass du, bis du wieder laufen kannst, bis du das belasten kannst. Das kannst du halt bei uns alles machen, kannst du halt da nicht, aber halt nicht, weil die arschteuer sind, sondern einfach nur, weil die dieses Versicherungssystem nicht haben.
Was ja, ich nicht verstehe, was daran andere. So schwer sein kann, das einzuführen. Das ist sowas, raff ich immer nicht. Ja. Politik. Aber die müssen doch, an der westlichen, also an der West, wir sind ja auch die westliche Welt, aber von denen aus gesehen so quasi an der östlichen Welt, also an Europa, die müssen doch sehen, dass da auch Geld zu holen ist. Also du kannst ja trotzdem Asche damit machen. Ich meine, guck dir doch mal die Helios-Kliniken an, die Helios-Kette oder was das anderes da für Ketten sind, die machen Asche ohne Ende. So, also es kann doch, das kann doch da nicht daran liegen. Da möchte ich aber nicht landen, wenn ich krank bin, wenn ich ehrlich bin. Als Asklepios-Kliniken oder so, ne? Wir kennen es. Davon mal abgesehen, ja, aber gut, ich sag mal jetzt, wenn du halt irgendwo wohnst, wo das halt das einzige Krankenhaus in der Nähe ist, lieber so als draufgehen. Ja, besser als gar kein Krankenhaus, das stimmt. Ja, und das ist halt das, was ich irgendwie immer nicht, dafür bin ich wahrscheinlich nicht Wirtschaftsmagnat genug oder keine Ahnung, oder Politiker genug, dass ich das halt einfach nicht nachvollziehen kann, weil ich denke mir, Geld ist da ja auch zu holen. Und wenn du das jetzt stell dir mal vor, also das ist halt meine dumme Denke so, du würdest das halt einführen und würdest sagen, okay, pass auf, ihr kriegt jetzt alle eine Krankenversicherung. Was auch immer passiert, ihr seid versichert, ihr müsst einfach nur 200 Euro im Monat bezahlen. Da müssten die doch alle sagen, yay! Leider nicht. Ja, ich meine, es war ja vor knapp 10 Jahren, als Obamacare eingeführt wurde. Mhm, genau. Und dass im Prinzip da eine Art Zwang war, dass jeder eine Krankenversicherung halt bekommt. Und das im Prinzip im Verlauf der letzten Jahre oder im Prinzip eigentlich über die komplette Präsidentschaft von Obama so dermaßen zerschossen und zerlegt wurde von Republikanern beziehungsweise von der eigenen Partei. Dass das Prinzip heutzutage so dermaßen löchrig ist, dass es halt eigentlich nicht mehr das wert ist, was es vorher gewesen ist, also auf Papier stehen. Ja. Politiker. Ja, du musst ja auch überlegen, für uns ist das ja normal, Krankenversicherung zu bezahlen. Ja, ich meine, man hat das so im Kopf, das muss man bezahlen, das ist ja auch noch nicht in allen Branchen so. Ich erinnere mich zum Beispiel, als Selbstständiger musstest du lange keine Krankenversicherung haben. Ja. Aber jetzt stell dir halt mal vor, du bist es gewohnt, eben, dass du diesen Beitrag nicht zahlst. Und jetzt kommt plötzlich einer und sagt, nee, du zahlst jetzt 200 Euro im Monat von deinem Gehalt da ein, egal ob du krank bist oder nicht. Ja. Also ein Stück weit kann man den Widerstand ja auch nachvollziehen. Aber wenn sich das dann mal etabliert hat, dann will es ja keiner mehr missen. Also das Problem ist, du hast an der Stelle, weil in dem Augenblick, wo du halt sagst, du hast halt irgendwie eine generelle Krankenversicherung, sofort das böse Schreckgespenst des Sozialismus über dir hängen. So von wegen, Stalin kommt aus dem Grab, sobald irgendwie eine allgemeine Krankheit. Alle, Stalin, Lenin und Marx genau, zusammen. Genau, alle zusammen. Die werden dann quasi als Zombies wieder auferstehen und dann quasi über die Länder der USA dann herumkreisen und wie man es halt kennt. Ist halt nicht so. Aber das Problem ist, du hast halt wirklich an der Stelle auch so die Argumentation, die dann kommt, so von wegen, wieso, ich bin noch ein gesunder Mensch, wieso soll ich dann für die Krankheiten oder die Rechnungen von diesen kranken Leuten dann einstehen? Wieso soll ich, ich lebe doch mein ganzes Leben lang ohne Probleme, ohne jetzt, sagen wir mal, ins Krankenhaus zu müssen. Wieso muss ich jetzt für den jetzt unbedingt dem seinen Schienbeinbruch irgendwie bezahlen oder so? Die Rechnung dafür. Ja. Naja. Ja, da merkst du halt einfach, dass man in sozusagen hier, wo wir diese Krankenversicherung haben, auch wenn wir uns häufig darüber beschweren, dass wir wenig für andere mitdenken oder für andere mitsorgen. Im Prinzip sind wir damit aufgewachsen, dass es eine Krankenversicherung gibt, eine gesetzliche, die für alle irgendwie sorgt. Und wir sehen das halt nicht mehr als dieses, ich will nicht für andere, sondern nur für mich, ich. Das ist hier dieser Kleinteil, wo du sagen musst, doch, da denken wir da mal nicht nur an ich, weil wir es aber eigentlich einfach nur gewohnt sind, dass es so ist. Und ich glaube halt dieser Faktor, vor allen Dingen halt in Amerika, dass du ja im Prinzip aus Scheiße Gold machen kannst, egal, du musst es ja nur selber auf die Beine stellen, willst du halt dann einfach nicht noch an jemand anderen das irgendwie abgeben müssen. Vor allen Dingen, wenn du halt alleine irgendwo anfängst. Mhm. Ist nicht so einfach. Also ja. Ich glaube, da wird sich auch noch einfach echt
noch nicht viel bewegen und diese Arm-Reichsschere in Amerika wird sich auch nur noch weiter auseinander wahrscheinlich bewegen. Mhm. Die haben ein großes Problem mit Obdachlosigkeit, das haben wir auch in Deutschland ein großes Problem damit, das ist nur anders thematisiert, sage ich mal. Es ist auch anders auch, präsent halt auch. Das ist halt... Ich glaube, das hängt wirklich stark davon ab, in welcher Großstadt du wohnst. Das mag stimmen, ja. Wie sehr du das wahrnimmst. Also ein Wochenende in Hamburg in der Nähe vom Hauptbahnhof und du hast ein ganz anderes Bild davon, ganz ehrlich. Mhm. Also das... Wobei man aber trotzdem sagen muss... war es halt eine Weile lang so, da ist auf einmal so eine Welle aufgetreten mit sehr vielen bettelnden Kindern an Haltestellen. Das war sehr merkwürdig, weil das bis vor gefühlt gestern gab es das nicht. Dann auf einmal ist das eingetreten. Jetzt ist das schon eine Weile so da und du hast mittlerweile dich an dieses Bild gewohnt und sie sind auch wieder irgendwo verschwunden. Mhm. Aber wenn du in Hamburg irgendwie in der Nähe vom Hauptbahnhof unterwegs bist, du kannst keinen Schritt gehen im Prinzip, ohne dass du nicht irgendwo jemanden entdeckst, der in seinem Schlafsack in einer Ecke von einem Kaufhaus liegt und du dich echt, also bei mir wirkt das immer so ein bisschen von Beklemmungen, weil ich halt mir auch immer denke, es gibt so viele Wege dagegen irgendwas zu tun, aber es ist so schwer. Es ist so schwer. Wenn du einmal durch das ganze System durchgerattert bist, ist es halt nicht einfach nur so, du gehst zu XY-Stelle und die kümmern sich und es wird morgen wieder besser. Nee, das ist ja auch sehr viel Stolz und auch sehr viel, wenn da einmal aus dem System raus bist, bist du raus und du kommst auch einfach nicht mehr wieder rein. Und alles löst sich halt auch nicht mit über Krankenversicherung, wenn du einfach gar keine mehr irgendwo gemeldet bist, ist die halt auch einfach nicht mehr da. Ja. Oder mit Hartz IV oder sowas löst sich halt auch nicht jedes Problem auf, nur weil du das halt irgendwie hast. Das ist halt super schwierig und deswegen ist es halt super wichtig, dass es so Initiativen gibt, die dann halt kleine Häuserchen bauen, die halt nur so gefühlt 2 Quadratmeter groß sind, aber wo die Leute halt erstmal wieder anfangen, ein Haus über den Kopf zu haben, in Anführungszeichen natürlich, dass sie halt nicht einfach nur unter einer Brücke schlafen müssen mit ihrem Schlafsack irgendwie. Und solche Institutionen muss man halt eigentlich unterstützen. Mhm. Weil diese ganze Armutssache und Obdachlosigkeit ist halt super schwierig. Genauso die ganzen Tafeln oder so, die wir halt hier in Deutschland haben. Die werden ja auch immer wichtiger in den letzten paar Jahren. Und das ist eigentlich ein sehr trauriges Zeichen. Ne? Weißt du, aber da sind wir doch eigentlich, um einfach nochmal ganz kurz den Bogen zu dem ersten Thema zu spannen, da sind wir doch eigentlich genau an dem Punkt, du hast halt, ich sage jetzt mal ganz gut, jetzt vielleicht nicht bei uns, aber jetzt, wir gehen jetzt einfach mal nach New York, du hast halt beschissen, oder von mir aus auch in Dubai, du hast halt beschissene Hochhäuser, wo weiß ich nicht, wie viele Tausende und Abertausende Quadratmeter an Wohnfläche leer stehen. Und ich verstehe halt nicht, dass da nicht sich irgendwann mal jemand findet, der sagt, weil natürlich, das ist alles Gutmenschentum, aber dass da nicht einfach mal irgendeiner kommt, so Elon Musk, weißt du, Jeff Bezos hat so viel Geld, der kann Länder kaufen, der kann theoretisch, der könnte wahrscheinlich England kaufen und sagen, das ist jetzt hier Amazonland, das ist die Amazoninsel, keine Ahnung, weißt du, dass sich solche Menschen nicht hinstellen und sagen, pass auf, ich kaufe dieses scheiß Gebäude jetzt, weil selbst wenn ich es kaufe und ich nichts damit einnehme, bin ich in 100 Jahren immer noch reicher als die ganze Welt. So, ich kaufe das jetzt, wir machen diese ganzen Wohnungen, die werden alle umgebaut, die werden alle ummöbliert. Du machst halt aus einer 800 Quadratmeter Wohnung einfach 20 Wohnungen und kannst da halt einfach Leute einquartieren. Du kannst Leuten Wohnraum geben und du kannst die halt teilweise, du kannst sie ja auch einfach versorgen mit Wasser, mit Nahrungsmitteln. Es ist ja nicht so, dass es nicht gehen würde. Es würde halt gehen. Ich verstehe halt nur nicht, warum sich niemand findet, der das macht, dass du dann natürlich jetzt nicht irgendwie einen Vorstand von Audi nimmst, der sich denkt, mit seinen 2 Millionen, die er im Jahr verdient, ist er halt gerade so über der Armutsgrenze. Bruff geschissen, sind Vollidioten, aber es gibt halt Menschen auf der Welt, die haben so viel Geld, das können die in Generationen, können die das nicht ausgeben. Selbst, also, weil irgendwann hast du ja auch einfach alles. Was willst du denn besser, wenn du 15 Inseln hast, was willst du denn noch mit einer 16. Insel? Ja. Da kaufst du dir eine Insel, du kaufst dir ein Gebirge und dann kannst du doch auch einfach was Gutes damit machen. Und ich habe ja die Hoffnung, dass so der Musk, der scheint ja zumindest in Ansätzen sowas schon nach und nach so mindestens so kleine Sachen zu machen, dass der vielleicht irgendwann auch einfach sagt, pass auf, ja, ich mache jetzt das noch, ach ja, komm, ich kaufe jetzt einfach ein Hochhaus, zieht da ein, irgendwie sowas. Das muss doch gehen, weil das ist ja nun wirklich
verhältnismäßig nicht so teuer. Weißt du, ich kann mir halt für 1 Milliarde Euro eine Yacht kaufen, aber ich kann halt für 1 Milliarde Euro auch einfach was Sinnvolles tun. Ja. Ich denke, Musk als bestimmte Person, die man jetzt halt ansprechen, denkt wahrscheinlich eher in anderen Kategorien, wie er versucht, die Menschheit nach vorne zu treiben. Ja. Ich denke, da bräuchte man halt eher so Leute wie Bill Gates oder sonstige, die halt eher so ein bisschen im Sozialen sich halt ein bisschen engagieren. Aber ich meine, es gibt genug Superreiche. Genau, weißt du? Aber was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ein guter Punkt, weil ich habe bei meinen ganzen Recherchen auch einige Maßnahmen gesehen, die zum Beispiel in Los Angeles gemacht werden. Da gibt es durchaus auch Bestrebungen, dass man halt wirklich ganze Hotels oder so, die jetzt gerade im Moment in der Pandemie jetzt gerade leer stehen, einfach mal blockweise mal nimmt und da mal einige Obdachlose dann reinsteckt. Also es gibt Bestrebungen, also das auch ein bisschen langfristiger zu machen, beziehungsweise bestimmte Bereiche auch so aufzuziehen, dass jetzt, sagen wir mal, auch Leute mit niedrigerem Durchschnittseinkommen, also wie gesagt, San Francisco, 82.000, sich halt dort auch eine Miete leisten können. Da gibt es Bestrebungen schon. Aber inwieweit das jetzt halt auch wirklich so dermaßen realistisch ist, dass du halt wirklich sagen kannst, dass jetzt halt dieses Problem der Obdachlosigkeit oder der Obdachlosen langfristig halt gelöst wird, das ist eher so ein bisschen das Problem. Du hast, also ich habe letztens auch irgendwann mal was gelesen, dass du, ich habe es leider bei der Sache jetzt nicht mehr gefunden als Quelle, dass es billiger wäre, den Leuten Häuser zu, also beziehungsweise einen Wohnraum zu geben, als jetzt, sagen wir mal, Sozialprogramme für die noch zusätzlich zu machen. Also im Prinzip Essenskäufe, Medikamenten und so weiter und so fort. Weil in dem Augenblick, wo sie dann halt wirklich in ihrem eigenen Haus wohnen können, dann auch wirklich in der Lage sind, auch so, sagen wir mal, sich selber ernähren zu können und auch sich selber quasi wirtschaftlich so voranzutreiben, dass sie auch sich selber halten können. Was jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, wir sind uns wahrscheinlich einig, dass das Wegsperren eigentlich nicht quasi Ziel und Zweck sein könnte, weil dann hast du halt dir irgendwo eine Gesellschaft zusammengebastelt, die da halt sagt, so von wegen, Friede, Freude, Eierkuchen, wir sehen ja die Armen ja nicht mehr, wir sind eigentlich nur noch die Reichen unter uns, wir können uns alles leisten und wir können uns die super-duper Partys feiern, während quasi drüben hinter der Mauer die Leute halt quasi irgendwo zusammenkauern, weil sie hungern und halt irgendwo nicht irgendwie Strom leisten können, um die Heizung halt zu betreiben. Wann in der Geschichte hat es denn schon jemals was gebracht, Leute weg oder auszusperren? Noch nie. Es hat noch nie was gebracht, weil am Ende es ist halt vollkommen egal, wie hoch du die Mauer baust, wie dick der Zaun ist, keine Ahnung. Es sind immer mehr. Von einem menschlichen, moralischen Standpunkt brauchen wir gar nicht anzufangen, aber selbst von einem rein unemotionalen und logischen Standpunkt. Es wird immer die Überzahl sein und es werden immer mehr sein und du hast nie, egal wie wenig du oder was, wie viel Geld du hast, wie viel Macht du hast, die wenigen haben nie die Möglichkeit, die vielen zu unterdrücken auf Dauer. Das schaffst du einfach nicht. Und das hat uns doch, die Geschichte zeigt uns das doch. Ja. Naja, ich hätte jetzt gesagt, wir kommen zumindest mal bei diesem Block so langsam mal zum Ende. Weil ich muss mal kurz wohin. Okay, interessanterweise demnächst halt diese Sanctuary Districts wahrscheinlich eine gewisse Rolle spielen werden bei Star Trek Picard. Deshalb kann man sich das zumindest mal noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja. Dann das nächste Thema, der nächste größere Block auf der Liste, ist nämlich nach, also quasi 2024, wo es diesen Bell-Aufstand gegeben hat, den man halt in dieser Deep Space Nine-Folge sieht, startet 2026 der Dritte Weltkrieg. Hey. Was, ja, keine besonders gute Aussicht ist. Also jetzt halt gerade im Moment Pandemie, jetzt seit 2 Jahren und jetzt dann noch in 4 Jahren der nächste Weltkrieg.
Warte mal. Wir haben jetzt, hier 24 hörte irgendwas auf, da hört dann Corona auf. Und dann 26 fällt ihm wieder ein, dass alles scheiße ist und herzlichen Glückwunsch. Ja, genau. Ja. Was ein bisschen relativ interessant ist oder beziehungsweise relativ inkonsistent bei Star Trek ist, es gibt, was die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts angeht, beziehungsweise also ab 2030 rum, gibt es so zwei unterschiedliche Stränge. Das eine ist so ein bisschen die Weltraumfahrt, wo so ein bisschen in die Erforschung des Sonnensystems, Warp-Antrieb und so weiter geht. Das ist ein Thema. Und das zweite ist, dass da irgendwo ein dritter Weltkrieg herrscht. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Wir ignorieren an der Stelle übrigens die, wie hieß es noch einmal, die Eugenischen Kriege des Jahres 1996, weil das ist noch 20. Jahrhundert. Streng genommen, ja. Deshalb haben wir das an der Stelle so ein bisschen aus der Warte ein bisschen rausgenommen. Nichtsdestotrotz, ja. Es soll zumindest mal einen Krieg geben, zumindest mal in der Star Trek-Historie, der bis zu, was war das, was ich gestern irgendwo gesehen habe, bis zu 600 Millionen Toten geben. Die meisten Regierungen werden zerstört, die größten Städte werden zerstört. Und das führt dann stellenweise dazu, dass wir eigentlich zwei böse Situationen haben. Das eine ist gegen Ende des Krieges, das so zwischen 2053 so geschätzt wird. Zur Information, Felix, wir sind jetzt gerade zum Dritten Weltkrieg gesprungen. Ja. Morgen. Genau. Ja, eigentlich ab 2026, aber gegen 2053 soll der Krieg dann zu Ende sein, weil 2063 spielt der erste Kontakt, Star Trek First Contact, der dann im Prinzip 10 Jahre nach dem Ende des Dritten Weltkriegs spielen soll. So, und da sieht man ja auch, dass es halt höchstwahrscheinlich ein atomarer Krieg gewesen ist, bei dem halt sehr viel zerstört wurde. Zum Beispiel die Phoenix wird dann so konstruiert quasi auf der Rakete oder beziehungsweise innerhalb von einer Abschussrampe, das normalerweise für eine Atomrakete verwendet werden sollte. Ja, es ist ja eine Titan 5, glaube ich. Ich glaube, es ist eine Titan 5 Rakete. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mir das nochmal durchgelesen habe, dass es ja gar keine, also in unserer Welt gar keine Titan 5 Rakete gab. Bei uns hört es nach 4 auf. Bisher mal noch nicht. Ist genauso wie mit der Voyager. Da gab es ja auch nur die ersten 2 Voyager. Genau. Und nicht Voyager 6. Nicht Voyager 6. Nicht Voyager 6. Voyager. Aus Star Trek, The Motion Picture. Ja gut, ja. Die sind ja immer davon ausgegangen wahrscheinlich. Die haben halt das genommen, was da war und haben einfach nochmal ein paar Zahlen draufgepackt. Ja, klar. Aber zu der Geschichte kommen wir gleich. Das ist ein eigenes Thema für sich. Im Moment wollte ich jetzt eigentlich eher noch so beim Dritten Weltkrieg bleiben. Und zum Beispiel gab es dort im Jahre 2053 den Colonel Green, den man in einer alten Folge von TNG gesehen hat, die hieß The Savage Curtain. Das ist im Prinzip eine Folge, eigentlich, ich glaube, die drittletzte Folge, die sie gesendet hatten von der alten TOS. Geht im Prinzip dahingehend, dass Captain Kirk und seine Crew halt wie so sonst immer irgendwo durch den Weltraum fliegt und plötzlich erscheint dann auf dem Viewscreen Abraham Lincoln vor ihm. Der halt im Weltraum rumfliegt, wie man es halt kennt. Der wurde gar nicht erschossen, der ist in den Weltraum geflogen. Genau, so spielen sie es halt auch, so von, nö, da war nichts. Ich war nicht in einem Theater. Bla. Und letztendlich stellt sich heraus, dass also so dieses ständige Szenario so von den Gut gegen Böse, das dann von irgendjemandem inszeniert wird auf diesem Planeten. Und man hat dann auf der einen Seite die Vertreter des Guten, also im Prinzip Kirk, Spock natürlich,
Abraham Lincoln und Surak aus der auf Seite der Vulkanier, der große Heilsleister, Meister, der quasi die ganzen vulkanischen Lehren geschrieben hat. Und auf der Gegenseite hat man, was war das nochmal, Genghis Khan, irgendeinen Klingonen, glaube ich, irgendeine seltsame Dame und halt Colonel Green. Und Colonel Green ist halt quasi dieser böse Terrorist des 21. Jahrhunderts, der so ein bisschen an der Seite mal so dargestellt wird und nicht so wirklich genau detailliert erzählt wird, was er gemacht hat. Was aber in Star Trek Enterprise ein bisschen stärker ausgeführt wird, nämlich in der Doppelfolge Terra Prime und Demons. Und da sieht man zumindest mal eine kleine Rede von ihm. Und da ging es eigentlich eher darum, dass er nach dem Ende des Dritten Weltkrieges eigentlich hunderte Millionen von Strahlenopfern quasi hat hinrichten lassen, weil er der Meinung war, dass diese Menschen quasi das Erbgut der Menschen, verdrecken würde, und wenn man es richtig schlimm sagt. Also im Prinzip ethnische Säuberung an der Stelle, einfach nur von den Leuten, die halt schon als Strahlenopfer gelten, aufgrund der radioaktiven Strahlung, und dann halt ja, im Prinzip einen riesigen Massenmord, einen riesigen Genozid dann startet. Eigentlich nur ganz am Rande in der Folge erzählt, aber doch schon ein krasses Detail, was zumindest mal aus dem Dritten Weltkrieg da irgendwie reinspielt. Da würde ich fast so weit gehen und das jetzt auch hier wieder bitte vorsichtig, bitte mit Vorsicht beachten, das, was ich jetzt sage, in Anführungszeichen. Da muss man ja fast sagen, da sind wir ja leider noch nicht mal gesellschaftlich an dem Punkt, dass Menschen, also mal davon abgesehen, dass natürlich egal welche Art von Genozid oder Massenmorden, das ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich sag mal, da werden, also in unserer heutigen Zeit werden Menschen umgebracht und es wird Genozid an Menschen betrieben, die einfach nur an was anderes glauben. Mhm. Weißt du, also wir reden hier noch nicht mal davon, dass heutzutage irgendwie Massenmord an Menschen gemacht wird, die wirklich nachweislich irgendwie, wie in dem Fall jetzt irgendwie verstrahlt sind oder irgendwie wirklich was ganz Schlimmes haben, wo ich jetzt, um es mal, einfach sagen wir es mal ganz blöd, so wie so eine Art Zombie-Apokalypse verhindern will oder was auch immer, sondern das machen wir ja heute, das machen Menschen heute aus noch viel, viel dümmeren Gründen. Mhm. Also, ich weiß nicht, irgendwie, es ist schon echt krass, wenn man da einfach drüber nachdenkt, dass sowas überhaupt passiert, weißt du? Weil alle Zuhörer, bitte nicht falsch verstehen, aber es gibt halt einfach Menschen, die bringen sich um, weil der eine an den anderen Geist glaubt, als der andere an den anderen Geist glaubt, so, weißt du? Das ist halt, I don't get it. So. Und ich meine, klar, gut, da ist halt Weltkrieg gewesen, Dritter Weltkrieg, da ist halt bestimmt auch was ganz Schlimmes passiert. Die sind alle sowieso schon frustriert und angepisst und keine Ahnung, aber gibt es nicht irgendwie was Positives? Ja, Moment. Ich wollte vielleicht noch kurz den Gedanken nochmal zu Ende führen. Insbesondere, weil dieser Colonel Green auch noch so ein bisschen als, wie soll ich sagen, muss ich immer an Soylent Green denken. Soylent Green ist was anderes. Das kann man essen. Wegen dem Green so. Wo dann, jetzt ist mal wieder bei, wie war das nochmal? 2022 ist das Jahr, in dem Soylent Green eigentlich passieren sollte, aber egal. Zurückzukommen zu Colonel Green. Colonel Green ist an der Stelle auch, wie soll ich sagen, einer der Vorväter der Terra Prime Bewegung, die dann bei Star Trek Enterprise dann noch eine gewichtige Rolle spielen wird, zumindest mal in der letzten Doppelfolge, die Serie hat. Mhm. Und da ging es eigentlich auch eher so drum, dass außerirdische Völker das Erbgut der Menschen verwässern würde, weil halt immer mehr Vulkanier da sind und immer mehr Leute aus anderen Völkern stammen und dann dementsprechend
es dort eine eigentlich xenophobe Bewegung gibt auf der Erde, die da halt wirklich dann quasi sich komplett von allen möglichen außerirdischen Völkern halt abkapseln möchte und im Prinzip nur noch unter Menschen bleiben möchte. Was schon krass ist, aber ich denke, wenn man sich heutzutage die Diskussionen gerade so aus bestimmten rechten Regionen sich anguckt, Schrägstrich identitäre Bewegung, sind wir da leider nicht weit von entfernt. Und das ist an der Stelle, denke ich mal, einer der Punkte, wo ich mal sage, das ist einer der Punkte, die ich bitte nicht in der Zukunft haben möchte. Nee. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Terra-Prime-Bewegung ja auch wirklich über Waffensysteme verfügt, die ziemlich gefährlich sind. Ja. Also in der Folge wird dann stellenweise so eine Art Todessternlaser auf San Francisco gehalten, so nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht irgendwie sämtliche Außerirdischen innerhalb der nächsten 24 Stunden von der Erde schickt, setzen wir die Sternenflotte hier unter Beschuss und zerbröseln die. Ja, was man halt eben so macht. Ne? Was man halt so macht. Aber ich finde halt, ich meine, das zeigt einem ja auch, also wir hatten ja in unserer Adventskalender-Folge so ein bisschen schon darüber gesprochen, wie wir zu Star Trek gekommen sind und allem drum und dran. Und das zeigt halt aber auch einfach, obwohl es halt eine fiktive Welt ist, das zeigt halt, über welche Etappen man tatsächlich dann trotzdem doch noch gehen muss, um eine, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, perfekte beziehungsweise eine bessere Gesellschaft zu schaffen. Ne? Das ist halt, die hätten halt auch einfach sagen können, ja, wir haben halt irgendwann ist halt einer in den Weltraum geflogen und dann haben wir Aliens getroffen und dann haben wir gedacht, wir bauen jetzt die Föderation und Geld gibt's nicht mehr. Hätte man auch machen können, aber ja, die haben halt auch gesehen, so, okay, nee, es muss halt erst richtig, richtig scheiße sein. Wir müssen alles mit reinnehmen. Weißt du, Überbevölkerung, Internierung, Massenvernichtung, Unterdrückung und dann also, wird's gut. Genau, also vielleicht noch den allerletzten Punkt, was das angeht, würde ich jetzt, bevor man dann wirklich zu positiveren Sachen halt überspringen, ist zumindest mal das, was man in Encounter at Farpoint sieht, also eine Pilotfolge von Star Trek The Next Generation. Ein, ja, eigentlich sagt Q in der Szene so von wegen, dass diese Art von Gericht irgendwo in den 2078 oder so, oder wäre, also Ende der 70er, Anfang der 80er, was doch deutlich später nach dem Dritten Weltkrieg und nach dem ersten Kontakt sein sollte. Aber man da halt immer noch so eine Art so Schreckensgericht hat, so Standgericht, wo dann die Leute erschossen werden, die Polizisten im Prinzip keine richtigen Polizisten sind, sondern einfach nur unter Drogen stehen und dann quasi marodieren und die Leute irgendwo vor so ein seltsames Gericht zerren und dann halt irgendwie chaotisches Urteil drüber sprechen. Weshalb, ja, vielleicht sieht man in Star Trek Picard ein bisschen mehr davon, weil auch Q wieder da ist. Dementsprechend hoffe ich, dass auch dieses Kapitel der Star Trek Zukunft nicht zu unserer Zukunft werden wird. Aber kommen wir zu etwas positiveren Aspekten, nämlich quasi den Weltraumflug oder beziehungsweise die Erforschung des Weltraums. Da gibt es 2034 die erste bemannte Erkundungsmission zum Mars mit dem Raumschiff Ares 4. Und da sollte dann ein Astronaut mit dem Namen John Kelly den Mars vermessen, als er dann in eine Graviton-Ellipse reingezogen wird. Und dann, wer kennt sie nicht? Ja, das ist halt im Prinzip, muss ich es so vorstellen, das ist halt irgendwo so ein Weltraumschlag. Ja, wenn du irgendwo plötzlich in so ein Luftloch reinfliegst und dann plötzlich so quasi so ein bisschen sieht ein bisschen aus wie eine goldene Teigtasche. So ein Hupsi, wenn du im Flug halt reinkommt und dann plötzlich irgendwo im Subraum hängen bleibst und so. Und da wird dann halt im Prinzip diese Ares 4 reingezogen und in dieser kleinen Graviton-Ellipse sammeln sich dann halt so kleinere Wrackteile, Weltraumschrott.
Und die können eigentlich im Prinzip nur kurzfristig aushalten, diese ganzen Scherkräften, werden dann langfristig dann irgendwie zerstört. Und es ist halt eine Folge in, ich glaube, der sechsten Staffel von Voyager, wo jetzt halt diese Geschichte nochmal erzählt wird, weil sie im Delta-Quadranten zufälligerweise diese Anomalie nochmal treffen. Hey, so komm, ein Zufall. Der Weltraum ist klein. Weißt du? Der Weltraum ist ein Dorf. Ja. Du kommst halt mit einem Raumschiff nicht in den Delta-Quadranten, aber das einzige Raumschiff, was in den Delta-Quadranten kommt, trifft zufällig auch noch auf das einzige Dings, was auch noch irgendwie in den Delta-Quadranten gekommen ist. Das ist natürlich, it's obvious. Wer weiß, was da noch so alles rumfliegt. Ja, ja, ich erinnere mich an irgendeine Voyager-Folge, wo auch ein Auto durch den Delta-Quadranten fliegt. Oh, stimmt. Na, ja. Das war aber, das war noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Fliegt so ein Pickup-Truck einfach vorbei. Wenn jetzt sogar erste Staffel, letzte Folge der ersten Staffel vielleicht. Kann auch sein. Gab's auch. Ja, was da halt so rumfliegt im Delta-Quadranten, ne? Zufälliger, so historische, genaue, Marssonden, die dann zufälligerweise dort auch gefunden werden. Aber was ich eigentlich sagen wollte, weil heutzutage sind wir relativ nah dran. Also im Moment sieht die Planung wirklich so aus. Also die NASA hat 2015 eine Studie rausgebracht, die sagt, dass eine bemannte Marsumrundung bis 2033 und eine Marslandung bis 2039 vorsieht. Also da sind wir mit 2034 relativ nah dran. Ich glaube, das schaffen wir eher. Naja, mal gucken. Also jetzt wird ja erstmal der Mond interessant. Genau. Der soll ja irgendwie als Tankstelle auf dem Weg zum Mars benutzt werden. Im Prinzip, es gibt da den Lunar Orbital Platform Gateway, das dort im Prinzip dort gebaut werden soll auf dem Mond. Und das dann im Prinzip als Zwischenstation verwendet werden soll. Mega sinnig ist einfach, ne? Aber also, ich glaube, da sind wir wieder bei unseren Superreichen von vorhin. Ich befürchte, die werden trotzdem sagen, die wollen halt am Ende alle zeigen, wer die dicksten Eier hat. Und da werden sie auch gucken, die wollen alle der Erste auf dem Mars sein. So, weißt du, also im Moment, wenn man sich einfach mal die Liste der geplanten Mars-Missionen anguckt. Also man hat Russland ist mit dabei, China ist mit dabei, Indien ist mit dabei, SpaceX ist mit dabei und Blue Origin. Also im Prinzip alle sind mit dabei, die quasi da im Moment in der Planung sind. Wollen wir eine Wette abschließen, wer es als Erster schafft? Oh, nee. Das wird zum Schluss wieder gefaked. Also ich mein, man hat's ja gesehen vor ein paar Monaten, als sie da den ersten touristischen Flug hatten, der dann im Prinzip so damit geendet ist, so von wegen, der Erste hat sich so gefreut, hat Jeff Bezos den ersten Flug in den Weltraum und dann kommt plötzlich so ein Richard Branson vorbei, nö, ich bin jetzt ein paar Wochen vor dir und Elon Musk, das sind Probleme. Ja. Und das sind Gelder, die da verschwendet werden, in Anführungszeichen. Ich meine, man muss sich einfach nur mal den Captain Kirk, William Shatner angucken, bei seinem schönen Trip nach oben und dann 7 Minuten später wieder nach unten. Es ist, also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Punkt A auf der Erde zu Punkt B fliegen würde, würde ich es ja noch verstehen, dass man dann sagen kann, das ist jetzt die nächste Form des Fluges zwischen bestimmten Teilen der Erde. Zwischen den Kontinenten. Aber so ist es einfach nur so, einmal Fahrstuhl nach oben und wieder zurück. Wobei ich aber sagen muss, das ist jetzt natürlich rein spekulativ, weil das wird uns erst die Geschichte zeigen. Aber ich sag mal, das ist Geldverschwendung. Da gebe ich Jan prinzipiell recht. Aber da kannst du zumindest noch, also da könnte noch was Gutes draus kommen, weißt du? Und wenn es einfach nur der technische Fortschritt ist, der dadurch nochmal angekurbelt wird, dass die halt wirklich sagen, okay, weil ich sag mal, überleg mal, was ist denn groß passiert für uns jetzt? Wenn jetzt hier irgendeiner von euch bei der NASA arbeitet und da mehr weiß, dann schickt uns gerne die Geheimakten, aber... Ja, gerne, gerne. Was ist denn am besten auch die Top Secret. Ja, aber was ist denn so richtig Krasses passiert seit der ersten Mondlandung bis heute oder bis vor 2 Jahren so? Verhältnismäßig, wenn du überlegst, was von in den Jahren von wir können noch nicht mal irgendwo hin so richtig weit fliegen bis zu wir fliegen auf den Mond, das war ja ein extrem kurzer Zeitraum. Und danach ist relativ wenig passiert und durch diese Habgier, durch diesen Schwanzvergleich, wie auch immer du die Scheiße nennen willst,
ist zumindest jetzt in den letzten Jahren passiert wieder was. Und da kann man vielleicht hoffen, ja, dass das eigentlich, auch eigentlich theoretisch die Entwicklung ankurbelt. Theoretisch war es in den 60er Jahren auch schon ein Schwanzvergleich. Im Prinzip war es ja der Schwanzvergleich. Aber danach ist halt nichts mehr passiert so. Zwischen Ost und West, genau. Ja. Wer ist zuerst, wer schafft es zuerst in den Orbit der Erde, wer schafft es den ersten Satelliten, wer schafft es zuerst zum Mond? Genau. Jeder kleine Milestone. Und deswegen gehe ich mal davon aus, vielleicht wird es halt was Gutes, vielleicht hat es irgendwie doch was Gutes, dass sie dann sagen, weißt du, und wenn es halt auch nur einer ist, dass der eine mit ganz viel Geld irgendwas entwickelt, was dann Puff macht und die anderen klauen ihm die Scheiße und entwickeln das dann, dass es nicht Puff macht und in 10 Jahren kannst du dann halt einfach vom Mond aus in den Weltraum fliegen. Was halt immer noch nichts bringt, weil der Weltraum ist halt wahrscheinlich doch deutlich leerer, als wir es gerne hätten, aber... Ja. Ich denke, wenn wir an diesem Punkt vielleicht zu demjenigen gehen, der eine besondere Idee hatte und das Ding dann nicht später Puff gemacht hatte, nämlich am 5. April 2063 Zefram Cochrane mit seinem legendären Flug mit der Phoenix, das dann dazu geführt hat, dass kurz darauf ein kleines Erkundungsschiff der Vulkanier gelandet ist, in der Nähe von Montana, Arizona. Habe ich recht im Sinne. Und dann, ja, ja. Genau, der erste Kontakt stattgefunden hat zu den Außerirdischen. Frage, beziehungsweise aber. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich habe es tatsächlich lange, also die Filme habe ich echt lange nicht mehr geguckt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, das ist wieder so eine Zeitreise-Problematik. Ja. Ja. Aber theoretisch ist das doch auch nur, das hat doch nur geklappt, weil die aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist sind, oder? Ist da nicht irgendwas schiefgelaufen? Und das mussten die doch dann aus der Zukunft quasi, wir machen mal hier und wir machen mal da. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Wie gesagt, es ist schon indirekt, lange her, dass ich die Filme geguckt habe. Also, Jan? Ja, an sich ist das alles ja gut gegangen. Erster Warp-Flug hat funktioniert, aber dann gab es da irgendwie so irgendwas mit so einer kybernetisch verbesserten Rasse, die dann irgendwie sagten, das finden wir gar nicht so toll, wenn den Menschen der erste Warp-Flug gelingt. Und das waren die Borg, die sind dann einfach mal zurückgereist und haben die Erde assimiliert. Und dieser kleine Missstand, der musste dann erstmal wieder repariert werden, damit die Zeitlinie wieder funktioniert. Ich glaube, so war es doch. Genau. Genau, aber das ist ja theoretisch, das ist doch so ein Zeitkreislauf-Dings, ne? Das heißt, theoretisch, also das ist ja auch in der Vergangenheit alles passiert. Ja, so, also es ist ja nicht so, dass die wirklich irgendwann mal diesen ersten Warp hatten, so zurück in die Zukunft mäßig, sondern eher so Avengers Endgame mäßig. Ja, da ist halt das Problem, dass die Zeitreisemechanik im Star Trek-Universum ein bisschen anders ist als jetzt, sagen wir mal, im Avengers-Universum. Und da halt wirklich auch so eher so zurück in die Zukunft-Mechanik hast. Also im Prinzip, du reist irgendwo in die Vergangenheit zurück, du machst irgendwas kaputt und plötzlich landest du halt in einer ganz anderen Zeitlinie, wenn du dann plötzlich wieder zurück bist. Also wir haben quasi parallele Zeitlinien und nicht einen Zeitkreislauf. So in etwa. Okay. Also es gibt hier und da gibt es einmal solche Prädestinationseffekte, wo du zum Beispiel halt irgendwelche Effekte hast, so von wegen, das muss da geschehen sein. Aber es gibt halt auch Situationen, die dann plötzlich einfach nur entstehen, weil irgendjemand in der Zeit zurückgereist ist. Also Beispiel Enterprise Staffel 1, da gab es dann irgendwann mal einen Angriff auf irgendeine Kolonie oder so, die plötzlich zerstört wurde von irgendeinem Shuttle der Enterprise und das dann halt in der Zeitlinie plötzlich dann irgendwo so dermaßen aufgefallen ist, so nach dem Motto, okay, die Kolonie ist ja relativ unwichtig, aber eigentlich sollte die jetzt nicht explodieren. Ich erinnere mich. Zeitreisen machen alles schlechter. Ja, dafür gibt es ja die temporale Abteilung. Bei Terminator und Zurück in die Zukunft hätten sie einfach aufhören sollen. Also ich hätte es im Star Trek-Universum gibt es einerseits den Lieutenant Daniel oder den Ensign Daniels, bei Enterprise gab es ja den. Und dann gab es noch die temporale Abteilung, Dalma und Luxley, in der Trials and Tribulations-Folge, wo sie einfach mal auf die Deep Space Nine kommen, so von wegen, so, sie haben jetzt hier eine Zeitreise gemacht. Was haben sie da angestellt? Pfui! So Pfui! Schön. Großartige Grandiose Folge. Großartige Folge. Genau, also es gibt den,
den ersten Warpflug. Mit dem ersten Überlichtantrieb gab es dann halt danach auch weitere Untersuchungen, jetzt auch mit Warp-Antrieb, wo man dann gedacht hat, ach, wir schicken jetzt mal die Sonden, die man früher geschickt hat, also die ganzen Voyagers und so, jetzt allerdings auch mit Warp-Antrieb. Und das ist dann die Friendship One, die dann halt kurz nach dem ersten Kontakt dann halt geschickt wird. Und auch die landet irgendwo im Delta-Quadranten aus irgendwelchen Gründen. Ups. Da allerdings eher so hat es das Problem, dass die Warp-Sonde irgendwo in der Atmosphäre runtergeht, wenn ich mich recht entsinne, und dann dort analysiert wird von den Völkern. Und das ist irgendwo ein Volk, das jetzt, sagen wir mal, keine Antimaterie kennt oder das Prinzip der Antimaterie nicht kennt und dann plötzlich anfängt, Bomben oder Waffen aus mit Antimaterie herzustellen und dann dementsprechend die komplette Oberfläche des Planeten halt pulverisiert. Und in diese Situation kommt dann die Voyager. Und das Ganze geht dann halt in so eine Art Gefangenendrama, wo dann halt Teile der Besatzung entführt werden und wo man dann halt wirklich halt die Folgen sieht, was jetzt passiert, wenn jetzt halt wirklich irgendwo Weltraummüll irgendwo in einem anderen System landen würde und da plötzlich dann halt quasi für so ein Zerstörungsevent halt sorgen würde. Deshalb sollte man vorsichtig sein mit dem Weltraummüll, wenn da irgendwo mal was mit Warpgeschwindigkeit irgendwo hingeschickt wird. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende dieser Geschichte. Also im Prinzip, man hat jetzt vier größere Blöcke besprochen. Also einerseits am Anfang die großen Bauten, die man mit dem Millenniumsgate gesehen hat. Dann die Bell-Aufstände und die Sanctuary Districts bei Star Trek Deep Space Nine. Den dritten Weltkrieg haben wir kurz angerissen und ein bisschen noch den Weltraumflug. Auch im Prinzip ab den 20, 30er Jahren bis zu den ersten Warpflügen. Jo. Ich möchte nur noch mal ganz kurz anmerken, wie unrealistisch ist denn bitte, dass sowohl der Erstkontakt zwischen den Vulkaniern und den Klingonen als auch zwischen den Vulkaniern und den Menschen alles im selben Jahrhundert stattfindet? Das Planeten ist, sind relativ nah beieinander. Naja, aber die Klingonen und die Vulkanier haben ja zu dem Zeitraum schon länger den Weltraum jetzt vielleicht nicht unbedingt erobert, aber zumindest so, dass man jetzt halt auch einfach mal merken kann, oh, halt, Moment, bei der Erde fliegt gerade irgendwas mit einer Geschwindigkeit, das dürften die noch gar nicht, fliegen wir mal hin und gucken uns das an. Also, das finde ich irgendwie, das ist schon wieder, da merkst du, das ist halt eine Serie, die von uns Menschen gemacht wurde. Oh. So, das muss halt alles, wir sind zwar langsam, aber wir dürfen nicht viel langsamer sein als alle anderen. So. Vorsicht, Vorsicht, es kommt noch eine Einschränkung von mir, weil eigentlich die Vulkanier zuerst auf der Erde waren, die waren nämlich schon in einer Folge in den 50er Jahren irgendwo mal gelandet. Also, richtig. Die haben nämlich an der Stelle einfach nur gesagt gehabt, nö, wir waren bisher noch nie auf eurem Planeten gewesen, weil ihr so unwichtig wart. Nee, genau, das meine ich ja. Dass die wussten halt schon, dass die Erde existiert und die wussten halt auch, okay, die Menschen sind halt nicht so weit. Das verstehe ich vollkommen. Aber die Klingonen waren ja damals schon auf einem ganz anderen technischen Level. Und dass die sich nicht irgendwie im Weltall schon, also, dass die Vulkanier quasi nicht gemerkt haben, pass auf, das, weißt du, bei der Erde merken sie irgendwie gefühlt sofort, Alter, da passiert gerade was, da fliegen wir jetzt mal schnell hin. Und wussten aber, vor, weiß ich nicht, 100 Jahre davor, passierte da noch nichts, da gucken wir nur mal nach dem Rechten. Und die Klingonen fliegen zu dem Zeitraum schon, weiß ich nicht, wie lange durch den Weltraum und das fällt so gefühlt keinem auf. Weißt du, das ist das, was ich so meine. Ja. Na gut, ich meine, also das finde ich irgendwie ganz witzig. Du musst auch ein bisschen gucken, so wie schnell entwickelt sich halt quasi ein Volk. Wenn jetzt, sagen wir mal, Vulkanier, Klingonen und Menschen jetzt, sagen wir mal, zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, okay, wir fangen jetzt halt mit unseren technologischen Entwicklungen halt an, dann landen die halt zu unterschiedlichen Zeitpunkten halt irgendwo an so einem Punkt, wo sie dann sagen können, jetzt können wir halt mit Überlichtgeschwindigkeit unser jeweiliges Sonnensystem verlassen. Und genau.
Aber du hast ja sonst irgendwo das Problem, du musst ja vorher erstmal vielleicht den Weltraum kartografieren aus der Ferne, so wie wir das jetzt heutzutage machen mit dem Hubble-Teleskop oder mit dem, wie war das, James Webb. Das ist ja schon richtig. Ich stelle ja nur die Frage, also ich stell ja nur in Frage, dass das halt bei drei, und in dem Fall reden wir ja von drei Spezies, dass das bei drei Spezies dann zufällig alles genau in einem und demselben Jahrhundert liegt, was halt also überleg halt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn jetzt mal die Entwicklungsgeschichte der Vulkanier ist ja, glaube ich, doch eine etwas längere als die der Menschheit von der Evolution her, und ich glaube bei den Klingonen auch. Also, dass die sich halt nicht irgendwie vorher zumindest begegnet sind. Ne? Mhm. Die müssen ja jetzt nicht vorher schon im Krieg oder im Austausch oder sein, aber dass die zumindest irgendwie vorher der eine Vulkanier, weißt du, da sind wir wieder bei dieser Delta-Quadranten-Thematik, da fliegt halt ein Menschenraumschiff, ein Raumschiff der Föderation ist im Delta-Quadranten, das einzige, und die treffen zufällig auch noch genau auf die eine Sonde, wo auch noch ein Mensch drin ist, oder auf das eine Auto, was auch durch den Delta-Quadranten fliegt. Aber die Klingonen und die Vulkanier, die zu dem Zeitraum ja schon etwas länger durch den Weltraum fliegen, die sind sich vorher irgendwie nie begegnet. So. Das hätte, wenn die jetzt gesagt hätten, die treffen auf die Vulkanier und die Vulkanier sagen, ja, ihr seid jetzt neu da drin, aber wir sagen euch mal, also das gibt halt noch die Klingonen, die kennen wir jetzt schon seit, von mir aus, 2000 Jahren, die gibt es, die Ferengi, die kennen wir schon, die lernt ihr dann auch später alle kennen, wenn wir euch dann zum ersten Clubtreffen einladen, jetzt wo ihr dabei seid, so. Das hätte ich halt einfach so ein bisschen, das klingt realistischer. Ja. Naja, also sowohl die Klingonen als auch die Vulkanier waren ja sehr mit sich selbst beschäftigt. Und es gibt ja auch noch diese eine Next Generation Folge, bei der mir jetzt der Titel nicht einfällt. Mensch, irgendwo ja sechste Staffel, wo dann im Prinzip alle quasi aus dem gleichen Genkonstrukt irgendwie gebaut sind. Aus der gleichen Ursuppe sind wir alle gekocht. Und das erklärt dann halt auch, warum sich alles irgendwie doch ähnlich entwickelt. Genau. Okay, gut. Und nicht aufgrund der Tatsache, dass das Budget halt zu billig ist, um irgendwelche CGI-Aliens halt zu kreieren. Um irgendwelche krassen Aliens darzustellen. Genau, deswegen sind die alle humanoid. Genau. Und haben lustige Frisuren. Bis auf Spezies 8472, das ist eine andere Geschichte. Da kommen wir auch nochmal dazu. Am Ende sind die Klingonen auch nur Orks und die Vulkanier sind auch nur Elfen. Es läuft doch immer auf die gleichen Grundprämissen hinaus, so, weißt du? Und dann später ergänzt du das Ganze dann hast du die Ferengi, das sind quasi die Kobolde oder Kobolde. Die Zwerge. Also du ergänzt das Ganze ja dann eigentlich nur immer über dieselben typisch humanoiden oder typisch menschlichen, wie sagt man denn, Blaupausen, so, weißt du? Jetzt halt einfach mal die Klingonen als weises und total sinniges Volk und die Vulkanier mit ihren Spitzohren dann irgendwie so als Killer, keine Ahnung, oder irgendwie mal was. Naja, waren sie ja mal. Waren sie ja auch. In ihrer Geschichte. Gut. Das waren sie ja. Aber das ist zu halt dem so Zeitpunkt ja nicht mehr. So, zu dem Zeitpunkt haben wir halt so die typischen Hochelfen, die halt super klug sind und total unemotional. Fehlt nur noch, dass sie mit dem Phaser auf 500 Meter in der Fliege die Flügel wegschießen können. Und ich denke, an diesem Punkt würde ich mal sagen, sind wir am Ende dieses heutigen Podcasts angelangt. Dann möchte ich mich nochmal bedanken bei unserer illustren Runde. Also Felix, Jan, Tine. Gern geschehen. Ja, hat Spaß gemacht. Finger weg vom Genozid, Leute. Das auf jeden Fall. An der Stelle, genau, wir sind Nexus-Wandler, das heißt, uns gibt es ja in einem großen Podcast, Konsortium, wo es ja nicht nur um Star Trek geht, sondern auch um alle möglichen anderen Welten, 2-1 Risiko, Mysteriumsabteilung, vom Wutschen und Wedeln, deshalb, schaut am besten mal in die ganzen Socials vom Nexus Wandler, die wo auch sämtlichen anderen Folgen nochmal geteilt werden und aggregiert werden. Das ist ganz wichtig. Ihr müsst dafür sorgen, dass wir groß und berühmt werden, damit wir irgendwann die Probleme auf der Menschheit, auf der Welt lösen können, weil wir dann so reich sind. Und ich mag sowieso keine hohen Gewässer, also ich mag keine offenen Gewässer. Ich kaufe mir von den Milliarden eh keine Yacht. Ah, ja. Ich leg die gut an, versprochen. Okay.
Ich brauche kein Ferrari, ich mag schnelle Autos nicht. Aber 8 Badezimmer. 8 Badezimmer. Ich brauche manchmal nicht mal 1. Okay. Ich dusche im Fitnessstudio. Das wollte ich damit sagen. Wenn das mit im Betrag drin ist. Ich warte, bis es trocknet und dann klopfe ich es einfach ab. Und dann einmal kurz abschaben. Ja, wie so eine Schlange. Ich häute mich dann so. Okay. Ich habe Schmerzen. Okay, und an diesem Punkt enden wir diese Folge. Genug Internet für heute. Macht's gut und lebt lange und in Frieden. Tschüssi. Tschüss. Wir sehen uns im Delta-Quadranten.